Anno 1090 wurden die Einwohner von Vötting zu teuflischer Wut entflammt gegen drei arme Weiber, als seien sie Giftmischerinnen und Verderberinnen von Menschen und Frucht. Sie griffen dieselben und unterzogen sie der Wasserprobe. Eine der Unglücklichen ging gar mit einem Kinde schwanger. Im Mittelalter gelten ursprünglich Gottes Urteile als Richtspruch über die Angeklagten. Wer bei der Wasserprobe untergeht, gilt als unschuldig und muss freigelassen werden. Unreine Wesen stößt das Wasser angeblich ab. Die Leute aber fanden keine Schuld an den Weibern. Da geißelten sie dieselben grausam und wollten ihnen ein Geständnis der Giftmischerei erpressen. Aber sie konnten es nicht. Da führten sie dieselben an das Ufer des Isar-Flusses und verbrannten sie. Die Bewohner im bayerischen Vötting greifen zur Selbstjustiz gegen die Frauen, obwohl sie nach dem Gottesurteil unschuldig sind. Nichts kann die Menschen von dem Glauben abhalten, dass in ihrer Mitte das Böse wohnt. Was stellt sozusagen in einer traditionellen Gesellschaft das Böse dar? Was beschäftigt die Leute? Was beschäftigt die Bauern, die auf ihren Feldern arbeiten, die mit ihrem Vieh in den Alpen unterwegs sind oder die auf die Almen führen? Es sind hauptsächlich unnatürliche, wie man gesagt hat, oder unerwartete Erkrankungen, entweder des Viehs oder der eigenen Familie, meistens der Kinder. Das ist damals wie heute etwas, was die Menschen beschäftigt. Und dafür hat man Erklärungen gesucht. Europa im 11. Jahrhundert. Eine Einöde aus gewaltigen Wäldern und endlosen Sümpfen. Die verstreuten Siedlungen sind winzig. Eisen ist seltener als Gold. Kaum ein Bau ist aus Stein. Holz ist der wichtigste Rohstoff, seine Gewinnung gefahrvoll. Im Wald hausen wilde Tiere und wilde Menschen. Der Wald ist der Ort des Zaubers. Er verbirgt, was die Menschen nicht verstehen. Generell kann man sagen, dass jede Gesellschaft etwas konstruiert, das das andere, das Üble, das Schlechte repräsentiert. Und in den meisten Gesellschaften kann man sagen, dass diese Funktion eigentlich der Hexe zugefallen ist. Der Glaube an die Macht der schwarzen Magie ist uralt. Von Hexen ist dabei lange nicht die Rede. Die Menschen fürchten sich vor Zauberinnen und Unholden, die nachts durch die Lüfte fliegen. Für die mittelalterliche Kirche handelt es sich dabei um wahnhafte Ausgeburten der Fantasie, um teuflische Illusionen. Mit Predigten und Kirchenstrafen kämpfen die Priester gegen diesen heidnischen Aberglauben an. Gewalttätigen Verfolgungen gegen angebliche Zauberfrauen wie im bayerischen Vötting treten sie entgegen. Der wahre Angriff gegen die Grundfesten der Gesellschaft droht nach Ansicht der Kirche durch die weit verbreiteten Ketzersekten, die Katharer und Waldenser. Um sie zu bekämpfen, führt der Papst im 13. Jahrhundert ein neues Recht ein. Dieses Recht ersetzt die als willkürlich empfundenen Gottesurteile durch ein System von Denunziation, Zeugenbefragung und Folter. Die Folter gilt damals als ein legitimes und sogar modernes Mittel der Wahrheitsfindung. Die Ketzer sollen sich zu Orgien treffen und dem Satan Säuglinge opfern.
Vorwürfe, die in späterer Zeit gegen die Hexen erhoben werden. Die Ausrottung der Ketzer obliegt einer neuen Gerichtsbarkeit, der Inquisition. Sie wird von umherziehenden Mönchen ausgeübt. Die Inquisition erweist sich auf grauenhafte Weise als erfolgreich. Binnen kurzem sind die Ketzer bekehrt oder ausgerottet. Die Inquisition, die im Wesentlichen dem Dominikanerorden im 13. Jahrhundert übertragen worden war, wurde weitgehend arbeitslos. Die großen heretischen Bewegungen, Katharer, Templer, Waldenser, waren erledigt. Und die Institution der Inquisition musste nach neuen Betätigungsfeldern auch suchen. Und dieses Betätigungsfeld fand sie dann in den vermeintlichen Hexen. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts stoßen die Inquisitoren im Haus der Pierina di Bugattis in Mailand auf geheimnisvolle Vorgänge, denen sie fassungslos gegenüberstehen. Auf den Freitag gehören Madonna Oriente und ihre Gesellschaft. Ich gehe zu ihr hin, seit ich denken kann. Zum Zeichen der Achtung neigen wir das Haupt vor ihr und sagen: Es möge euch wohlergehen, Madonna Oriente. Darauf sie: Willkommen, meine Töchter. Seid meine Gäste. Und sie heißt unsere Gesellschaft zu speisen und zu trinken. An welchem Ort triffst du die, die du Madonna Oriente nennst? Antworte! Willkommen, meine Töchter. Antworte! Madonna Oriente lädt uns in die Häuser der Reichen jede Woche ein anderer Ort. Jene Häuser, die sauber und aufgeräumt sind, segnet Madonna Oriente. Deren Besitzern wird von nun an alles gelingen, was sie sich nur wünschen. Nenne die Orte. Vielleicht hat uns Madonna Oriente eines Nachts auch in euer Kloster geführt. Die Orte weiß ich nicht mehr. Wen triffst du in Gesellschaft der Madonna Oriente? Es sind die Lebenden wie die Toten. Erhängte und Geköpfte sind darunter. Die halten sich aber vor Scham im Schatten verborgen. Und Tiere sind unter uns, von jeder Art ein Paar. Lass die Ammenmärchen beiseite. Alles, was ich sage, ist Wort für Wort wahr. Euch zu belügen, würde mir im Traum nicht einfallen. Traumgespinste sind es allemal. Kein Traum. So wahr mir Gott helfe. Gehst du zur Beichte? Wie ein Christenmensch es tun soll. Und öfter noch. Und beichtest du deine Besuche bei der Madonna Oriente? Es ist doch keine Sünde, was ich tue. Nun? Madonna Oriente verbietet, darüber zu sprechen. Es sind verborgene Künste, die... So. Ah. Es ist aber nichts Unrechtes daran, ehrwürdiger Vater. Madonna Oriente hat mich gelehrt, Krankheiten mit Kräutern und Sprüchen zu heilen. Und sie kann in die Zukunft schauen und tote Tiere kann sie wieder zum Leben erwecken. Oh Gott, der Herr kann Tote zum Leben erwecken. Madonna Oriente vermag es auch. Frevlerin, das sind abscheuliche Chimären. Welch eine Verspottung unseres Herrn Jesu Christ. Aber Christus ist doch auch mein Herr. Du bist unwissend,
und verstockt. Es genügt nicht zu bekennen. Du musst auch bereuen. Wenn ich nur träume, wie ihr meint, dann ist es doch gleich. Der rätselhafte Fall von Pierina und einer Mitangeklagten findet sich in den Originalakten des Inquisitionsprozesses im Mailänder Staatsarchiv. Für den Inquisitor ist Pierinas Behauptung, nachts zu einer heidnischen Göttin zu gehen, nur ein Traumgespinst. Dieser unchristlichen Täuschung Glauben zu schenken, ist dennoch eine schwere Sünde. Deshalb werden Pierina und eine zweite Frau als Ketzerinnen verurteilt. Wir unterwarfen uns dem Willen des frommen Fra Ruggiero und schworen allem ab, was unsere Treffen mit Madonna Oriente betraf. Doch im Inneren blieben wir Oriente treu und waren uns eins darin, nichts Falsches damit zu tun. Blieb Jesus denn auch wahrlich unser über alles geliebter Herr? Doch er ist im Himmel, wohingegen Oriente die Herrin der Gesellschaft auf Erden ist. Beide Frauen müssen eine erniedrigende Buße tun. Sie tragen ein gelbes Kreuz auf Brust und Rücken und müssen damit an mehreren Sonntagen vor einer bestimmten Anzahl von Kirchen stehen und sich so als reuige Ketzerinnen zeigen. Es scheint, als habe diese Geschichte ein gutes Ende genommen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Alles ist schlecht gelaufen. Denn die beiden hatten ja gar nicht verstanden, was sie Böses getan hatten. Sie glauben an eine weibliche Gottheit, die sie die Herrin oder die Herrin des Spiels nennen. Oder auch mit dem mysteriösen Namen Madonna Oriente rufen. Die Frau, die aus dem Osten kommt. Misterioso, Madonna Oriente, la signora che viene dall'Oriente. Wer diese Madonna Oriente ist, unter deren Führung die Mailänder Frauen angeblich die Häuser der Reichen aufsuchen, das fragen sich die Inquisitoren. Sie glauben an eine vorchristliche Tradition, die bis in die Antike reicht. Tatsächlich hat es im alten Rom geheime nächtliche Treffen von Frauen gegeben. Das liegt Jahrhunderte zurück. Damals ist das römische Weltreich ein Gemisch verschiedenster Völker und Kulturen. Zahllose Religionen, Kulte und magische Rituale vermischen sich wie in einem Schmelztiegel. Der Aberglaube ist so alt wie die Welt. In der Antike gehen viele Menschen zu einer Zauberin, um sich einen Trank mischen zu lassen. Es gibt zum Beispiel viele Passagen bei Vergil und Theokrit, in denen ein junger Mann, eine junge Frau zu einer Zauberin gehen, wegen der Liebe. Das berühmteste Zeugnis der antiken Kulte ist die Mysterienvilla im süditalienischen Pompeji. Hier üben die Anhängerinnen des Gottes Bacchus, die Bacchantinnen, geheime Riten aus. Nur Frauen sind zugelassen. Es geht ihnen nicht um Zauberei, sondern um religiöse Ekstase jenseits der männlich bestimmten Staatskulte. Dabei geht es sehr freizügig und wild zu. Vor Christus gestattet eine Priesterin erstmals Männern den Zutritt zum römischen Bacchuskult. Es kommt zum Skandal. Eine eifersüchtige Geliebte erklärt den Behörden, ihr Freund werde zu sexuellen Handlungen gezwungen. Die Bacchanalien werden verboten, im Verborgenen aber fortgeführt. Durch das aufkommende Christentum werden die antiken Kulte erbittert verfolgt und unterdrückt. Daher existieren heute kaum noch Spuren von ihnen. Von vielen sind nicht einmal mehr die Namen bekannt. Bisher hat man geglaubt, dass diese Kulte mit der Ausübung von Magie nichts zu tun haben. Umso sensationeller sind die Entdeckungen der italienischen Archäologin Marina Pirano Monte.
Beim Neubau einer Tiefgarage im römischen Stadtteil Parioli ist sie auf eine geheimnisvolle, archaische Welt gestoßen. Ihre Funde sind noch nie in einem Film gezeigt worden und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Das ist der Brunnen, den wir 1999 zu Weihnachten gefunden haben. Wie Sie sehen können, handelt es sich um die Reste eines Brunnens. Denn wir haben Wasser und sämtliche Zuleitungskanäle sowie einige Inschriften gefunden, aus denen, und das ist die Besonderheit dieses Fundes, der Name der Gottheit hervorgeht. Und hier steht der Name: Anna Perenna. Anna Perenna, che è il nome della divinità. Anna Perenna ist eine alte Nymphengöttin. Im Frühjahr begehen die Römer ihr zu Ehren ein Fruchtbarkeitsfest mit Wein, Spielen und sexuellen Vergnügungen. In der Endzeit des Römischen Reiches verschwindet dieser Kult. An der heiligen Quelle entsteht ein Laboratorium, in dem Zauberinnen schwarze Magie betreiben. Die Göttin Anna Perenna erhält immer stärker die Züge einer Hexe. Offensichtlich verbreiteten sich Magie und Hexerei am Ende des Römischen Reiches nicht nur in den reichen, sondern auch in den armen Bevölkerungsschichten sehr stark. Genau hier muss es damals eine oder mehrere Berufshexen gegeben haben, die am Brunnen der Anna Perenna Zauber und Liebestränke vorbereiteten. Wir haben es hier mit einer der außergewöhnlichsten Entdeckungen zu tun, die je in Rom und im gesamten Mittelmeerraum gemacht wurden. Denn wir haben eine Reihe von Bleibehältern gefunden, in deren Inneren sich Figuren befinden. Diese Figuren sind aus Wachs, Honig, Kleie und Gerste. Aus genau den gleichen Materialien, von denen die antiken Autoren sagen, dass damit Zaubertränke gemacht wurden. Diese Figuren werden für den Bindezauber benutzt. Männer versuchen damit, einen Gegner vor Gericht mundtot zu machen oder einen Gladiatorenkampf zu beeinflussen. Frauen wollen sich die Liebe eines Mannes sichern. Meine Figuren sind teilweise gefesselt. Die Frau hat zum Beispiel die Hände zusammengebunden und die Beine auch. Einer der Männer wurde am Bauch und an den Füßen durchstochen. Daher kann man davon ausgehen, dass die Riten, die wir Voodoo-Riten nennen und in der Karibik, in Kuba und auf Haiti finden, ohne Zweifel eine enge Verbindung mit dem Voodoo-Zauber in der griechischen und römischen Welt haben. Und übrigens, indem ich dich durchlöchere, will ich dich jedoch nicht etwa verletzen oder töten, sondern ich will dich lähmen und blockieren. Die Angst vor derartigen magischen Ritualen lebt im volkstümlichen Hexenbild des Mittelalters fort. Lange hat es die Kirche bekämpft. Doch allmählich setzt bei den gelehrten Theologen und Inquisitoren ein Umdenken ein. Die glauben nun auch, was das Volk schon längst weiß. Hexen fliegen durch die Nacht und brauen Zaubertränke. Die Kirche fügt den alten heidnischen Vorstellungen ein neues Element hinzu. Die christliche Angst vor der Macht des Teufels. Dies bekommt Pierina zu spüren. Heimlich hat sie ihren Kult um Madonna Oriente fortgesetzt. 1390 steht sie wieder vor der Inquisition in Mailand. Nur 6 Jahre sind vergangen und dennoch trennen Welten die beiden Prozesse. Jetzt glaubt der Inquisitor an die Realität der nächtlichen Treffen. Pierina wird so lange gepeinigt, bis sie dem Inquisitor das gesteht, was er hören will. Ich gestehe alles und lege meine Seele einzig in die Hand Gottes. Die Madonna Oriente, zu der ich gebetet habe, ist ein Trugbild.
Alles ist in Wahrheit das Werk eines Geistes, der sich Lucifello nennt. Er hat mich fortgenommen. Er hat mich fortgenommen zu nächtlichen Gelagen. Ihm allein, dem Satan, bin ich gehorsam gewesen. Obwohl er mich peinigt und quält. Rettet meine Seele vor dem Satan, ehrwürdiger Vater. Rettet meine Seele. Als Ketzerin bereits vorbestraft, gilt Pirina nun als rückfällig. Keine seltsame Göttin, sondern der Teufel hat hinter allem gesteckt. So sieht es der Inquisitor. Aus einer Träumerin ist eine Geliebte des Satans geworden. Das Urteil wird an den Bürgermeister von Mailand übergeben, der es auf der Piazza San Deostorgio vor der Kirche vollstrecken lässt. Erinnern wir uns daran, dass zu dieser Zeit die Opfer bei der Verstreckung der Urteile lebendig auf den Scheiterhaufen kamen. Ab ca. 1600 wurde das so nicht mehr gemacht. Zumindest in der großen Mehrheit der Fälle nicht. Aber hier in dieser Zeit, im 14. Jahrhundert, wurden sie noch lebendig auf den Scheiterhaufen gebracht. Was natürlich schreckliche Qualen bedeutete. Die Kirche tritt in ein dunkles Zeitalter ein. In diesem Todesurteil dämmert eine neue Epoche der Massenverfolgungen von Hexen herauf. Die Anklagen ändern sich nun von der bloß eingebildeten Zauberei hin zum wirklichen Pakt mit dem Teufel. Es ist aus einem ganz bestimmten Grund eine Art Eröffnungsfall. Hiermit beginnt die Hexenjagd. Die Kirche und die Inquisitoren und auch die Kirchenväter beginnen an die Existenz der Hexen zu glauben. Sie beginnen diesen Vorstellungen, diesen Ideen zu folgen, die sie vorher einfach als Aberglauben, Täuschungen und falsche Überzeugungen des Volkes abgetan haben. Es ist erschütternd, dass dies nicht in einem zurückgebliebenen Bergdorf geschehen ist, sondern in einer der reichsten, zivilisiertesten Städte Europas dieser Zeit, in Mailand, im 14. Jahrhundert. Die Verfolgungen beginnen in der Alpenregion und ihren Ausläufern. In Norditalien, Savoyen und der Schweiz lodern die ersten Scheiterhaufen. Die Alpenregion ist damals nicht etwa besonders rückständig. Sie ist am stärksten vom Übergang aus dem Mittelalter in die Neuzeit betroffen. Hier kreuzen sich die Handelswege, entstehen neue Ideen und neue Worte. Hexerei ist eins davon. Der Begriff taucht erstmals 1419 in Luzern auf. Da wird ein Mann gefoltert, weil er gehext haben soll. Er geht aus der Folter als unschuldig hervor. Im gleichen Jahr werden Frauen bezichtigt, Hagel zu machen und den Kühen die Milch zu nehmen. Die Frauen wehren sich vor Gericht und bekommen Recht. Der Denunziant wird der Stadt verwiesen. Doch viele der folgenden Prozesse enden für die Betroffenen tödlich. Noch werden Frauen und Männer gleichermaßen beschuldigt. Die Vorwürfe gegen Männer überwiegen sogar. Zunächst beschränkt sich die Anklage auf den Schadenzauber, für den weltliche Gerichte zuständig sind. Doch die Inquisitoren beginnen zu glauben, dass das scheinbar ausgerottete Ketzertum, die Häresie, in den Hexen weiterlebt. Diese Stränge sind im 15. Jahrhundert miteinander verbunden worden, sodass man dann die Hexe erklären konnte als neue Sekte, Nova Secta. Und diese neue Sekte war damit konstruiert als heretische Bewegung, die weltweit operiert und sich gegen den christlichen Glauben verschworen hat. Die Kirche nimmt die vermeintliche Herausforderung durch die neue Hexensekte an.
Ende des 15. Jahrhunderts tritt der deutsche Mönch Heinrich Kramer, genannt Institoris, auf den Plan. Bis heute der Inbegriff des dämonischen Hexenjägers. Kein Porträt ist von ihm überliefert. Doch die Spur seines Wirkens zieht sich durch halb Europa. Je weiter ich bei meinen Reisen durch die verschiedensten Sprengel kam, desto deutlicher wurde mir das Ausmaß der Verschwörung der Hexen. Erschreckt musste ich feststellen, wie ahnungslos die meisten Menschen angesichts dieser furchtbaren Bedrohung in den Tag hinein lebten. Dagegen beschloss ich zu predigen und die Menschen aufzurütteln und die Widersacher des Herrn, die Ketzer und die Hexen, zu verderben. Ordensbruder Heinrich Kramer vom Dominikanerorden, der taucht auf als kleiner dominikanischer Ordensbruder, der von Anfang an das Amt des Inquisitors und Lehrers anstrebt. Heinrich Kramer, finde ich, ist eine ganz besonders interessante Figur, denn er verfolgt ja nicht nur Hexen, sondern er verfolgt auch oder ruft auf zur Verfolgung von Heretikern, von Waldensern. Er leitet auch eine Untersuchung gegen Frauen, die zu häufig zur Kommunion gehen, also die zu fromm sind, was auch wieder das Misstrauen des Inquisitors weckt. Er ist eigentlich ein Verfolgungsspezialist und würde vermutlich am liebsten alles verfolgen, was irgendwie von dem Glauben abweicht, den er sich vorstellt. Sein erster Einsatz als Inquisitor wartet im italienischen Trient. Juden haben angeblich einen Ritualmord an einem 2-jährigen christlichen Knaben verübt. Kramers Gutachten führt zu 9 Todesurteilen. Das tote Kind wird heilig gesprochen und noch im 20. Jahrhundert angerufen als Schutz vor den Juden und vor Hexerei. Was im Mittelalter den Juden angelastet wird, wird später den Hexen vorgeworfen. In dieser Zeit des Judenhasses entsteht das Wort Hexensabbat. Zu Kramers Zeiten sind Hexenjäger noch in der Minderheit. Kramer sieht die Menschen angesichts der neuen Gefahr mit Blindheit geschlagen. Er reist nach Rom, zum Sitz seines Dominikanerordens und ins Zentrum der kirchlichen Macht. ...1484 unterzeichnet der Papst höchstpersönlich ein Dokument, das Kramer für ihn entworfen hat. In dieser Hexenbulle werden die Behörden in Oberdeutschland angewiesen, den Inquisitor auf jede erdenkliche Weise bei seinem Kampf zu unterstützen. Aus dem einfachen Dominikaner wird ein Gesandter Gottes, der die Welt von der Hexenplage erlösen soll. Heinrich Kramer, der höchstwahrscheinlich aus ganz ärmlichen Verhältnissen rauskommt, ihm war sicher nicht auf die Stirn geschrieben, eine Karriere als Großinquisitor im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Man müsste seiner Karriere, seinem Lebensweg durchaus Anerkennung zollen, hätte er nicht so viel Unheil, so viel Leid damit angerichtet. Unermüdlich zieht Kramer durch Mitteleuropa. Jeder Augenblick der Rast scheint ihm verhängnisvoll, als würde damit wieder eine Hexe ihrer gerechten Strafe entgehen. Das Übel war selbst in meine Heimat Schlettstadt vorgedrungen. Und ich setzte dort eine Inquisition gegen eine Hebamme in Gang, die eine Totgeburt ausgegraben, gesotten und zum Donnerwettermachen benutzt hatte. Prozesse führten mich nach Basel und Konstanz. Dort hatte sich die Sekte so ausgebreitet, dass ich 48 Frauen der Hexerei überführte und dem weltlichen Arm zur Verbrennung übergab. Der Ablauf eines Inquisitionsverfahrens, wie es Heinrich Kramer gegen die Hexen in Gang setzt, ist immer gleich. Durch sein Erscheinen schafft er eine Atmosphäre von Misstrauen und Angst.
wer von den Taten der Hexen oder Unholden auch nur von Ferne gehört hat, der komme binnen 3 Tage zu mir. Wer aber unter euch jemanden kennt, der einen schlechten Leumund hat, auch der komme binnen 3 Tage zu mir. Die Mächte Satans sammeln sich zur letzten, entscheidenden Schlacht gegen Gott, seinen Sohn und seine Kirche. Er hat dann in der Predigt natürlich gefragt, ne, ist dir das und jenes passiert? Hat eine Frau Trogwort, das war sein Begriff aus dem Nürnberger Hexenheimer, Drohworte, ausgesprochen und du bist danach krank geworden? Das ist natürlich jedem und jeder passiert. Also der Inquisitor predigt, macht diese Hexenpredigten und bietet dann seine Dienste an, also als Anlaufstelle für Beschuldigungen aus der Bevölkerung. Die laufen auch tatsächlich ein. Ich habe etwas gesehen. Komm morgen auf das Rathaus, damit deine Aussage vor dem Notar vermerkt wird. Der Herr wird zum Lohn deine Sünden von dir nehmen. Wie ist dein Name? Frau. Was du zu Protokoll gibst, ist sicher in meinen Händen. Keine Hexe wird jemals erfahren, wem sie die gerechte Strafe verdankt. Ein Hagelwetter hat vor 3 Jahren alle Saat zermalmt. Dass man geglaubt, nichts würde je wieder eine Ernte bringen. Mit rechten Dingen ist das nicht zugegangen. Wer die Macht hat, solches zu bewirken, der hat auch die Macht, sich furchtbar an einem guten Christenmenschen zu rächen. Von nun an stehst du unter Gottes Schutz. Der Herr gebietet, dass die Hexen vernichtet werden. Wenn die Baderin, die Agnes... Agnes Baderin. ...nun aber durch ihre Zauberkraft doch davon Kenntnis bekommt? Die Baderin ist nichts durch ihre Zauberkraft. Alles kommt vom Teufel, dem sie untertan ist. Ja. Und du? Auf wessen Seite stehst du? Auf der Seite Gottes und auf der des Teufels? Was trägst du da? Ein Schutz. Nur gegen die Unholde. Meine selige Mutter hat ihn mir gemacht. Das Vaterunser steht da nicht geschrieben. Auch nicht die 7 Worte unseres Herrn Jesu am Kreuz. Du baust wohl selber auf die Macht der Dämonen, die dir Hilfe geben sollen. Statt auf die Hilfe des Herrn. Nun? Nun, also, die Baderin habe ich gesehen vor dem Stadttor. Wie sie auf der Wiese ein Loch gegraben und Wasser reingetan und mit dem Finger gerührt hat. Und dann ist das Wasser verschwunden und hoch in die Luft gezogen. Und dann ist der Hagel gekommen. Nun, wie ihr es sagt, so muss es sein. Du siehst die Baderin oft? Meine Nachbarin ist sie und macht mir das Leben leidlich schwer. Bist du vielleicht Zeuge geworden der fleischlichen Verbindung des Dämons mit der Baderin? Was meint ihr? Hast du sie vielleicht einmal ertappt? Auf dem Rücken liegend, entblößt bis oberhalb des Nabels, scheinbar vereinigt mit einem Mann, wiewohl der unsichtbar blieb? Der Dämon ist nur für die Hexe sichtbar. Das ist mir nicht vorgekommen. Noch etwas habe ich sagen hören. Ein Jüngling ganz aus der Nachbarschaft, der hat sein Mädchen verlassen. Das hat ihn aus Rache verhext, dass er sein Geschlechtsteil weder fühlen noch sehen konnte. Als wäre es abgefallen. So groß ist die Macht des Dämons schon. Wahrlich, der Endkampf steht uns bevor. Diesen Endkampf führt Kramer mit allen Mitteln. Er bekommt den Freispruch. So geschieht es auch bei seiner groß angelegten Hexeninquisition in der Stadt Innsbruck.
Im Jahre des Herrn 1485 rief mich die Pflicht nach Innsbruck, wo ich die Bulle des Heiligen Vaters publizierte und auf den Kanzeln aller Hauptkirchen der Stadt im Juli des Jahres gegen die Hexensekte predigte. Meine Zeugenvernehmungen im Monat darauf ergaben ein Verschwörernest von mindestens 50 Weibern. Zwar zierte sich der gute Bischof zunächst und auch der Herzog zeigte wenig Neigung, mir behilflich zu sein, doch gegen die Bulle des Heiligen Vaters konnten sie nichts ausrichten. Im Oktober konnte ich nach reiflicher Vorbereitung die ersten 7 der Hexerei-Verdächtigen verhaften lassen und dem Verhör unterwerfen. Kramers Willkür provoziert den Widerstand von Bürgern und Geistlichkeit. Die sind keineswegs bereit, rechtliche Normen bedenkenlos außer Kraft zu setzen. Die neue Idee von der gefährlichen Hexensekte stößt in Innsbruck wie an vielen anderen Orten noch auf große Skepsis. Also man kann auf jeden Fall sagen, er hat stark polarisiert. Er hat innerhalb seines Ordens polarisiert. Er hat in seiner zeitgenössischen Gesellschaft polarisiert. Und wahrscheinlich, er hat polarisiert, wo er hingekommen ist. Er war überall übel gelitten. Egal, wo er hinkam. Es gab sofort Streit. Er hat mit der Obrigkeit Streit angefangen. Er hat sich sofort missliebig gemacht, musste laufend die Orte dann wieder wechseln, weil ihm, er wurde hinauskomplimentiert. In Innsbruck zweifeln Bischof und Herzog bald an der Schuld der Angeklagten. Als Kramer auch noch sexuelle Details von den Frauen erforscht, kommt es zum Eklat. Wegen Rechtsbeugung wird sogar die Verhaftung des Inquisitors gefordert. Der weichherzige und ahnungslose Bischof aber verfügte, die Hexen freizusetzen, so sehr ich mich auch dagegen zur Wehr setzte. Ich hielt ihm des Papstes Bulle vor und bei wie vielen Päpsten ich als Inquisitor hohes Ansehen erworben hätte. Der Bischof aber erwiderte, ihn dünke, ich in meinem Alter sei wohl ganz kindisch geworden oder auch ganz und gar verrückt. Kramer zieht die Konsequenzen. Er unterbricht seine Inquisitionsreisen und verfasst den Hexenhammer, Malleus Maleficarum, eine ausgeklügelte Prozessanleitung für Hexenjäger und zugleich eine Selbstrechtfertigung. Kramer rühmt sich, 200 Hexen zur Strecke gebracht zu haben. Forscher halten den Hexenhammer der Kirche und damit ihm als Inquisitor die Hexenprozesse aus der Hand zu nehmen. Weltliche Gerichte können sofort die Todesstrafe verhängen. Das darf die Inquisition erst beim Wiederholungstäter. Der Hexenhammer ist das erste Hexentraktat, das mit den modernen Mitteln des eben erfundenen Buchdrucks verbreitet wird. Dadurch trennt es sich von dem zweifelhaften Ruf seines Verfassers. Der Hexenhammer, auf viele eigentlich verfolgungsfreundliche Kleriker, Juristen, wie eine Erlösung. Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, an die Obrigkeit wurden von unten aus der Normalbevölkerung Verfolgungsbegehren herangetragen. Die Obrigkeit wurde verdammt, weil sie in Sachen Hexen untätig bleibt. Nun bleibt die Obrigkeit nicht länger untätig. Die Verfolgung richtet sich jetzt vor allem gegen Frauen. Für den Mönch Heinrich Kramer ist Sexualität eine rätselhafte Angelegenheit. Sie wirkt auf ihn ebenso bedrohlich wie die unheimliche Macht der schwarzen Magie. Beides scheint aus ein und derselben Quelle zu stammen. Und die ist der Teufel. Man wird schon sagen können, dass gerade bei diesem Autor wirklich eine ganz ungewöhnliche Frauenfeindlichkeit vorhanden ist. Ein ganz starker Antifeminismus, der ja auch in seiner kruden Etymologie von Femina sichtbar wird, wo er behauptet, Femina, das bedeutet jemand, der weniger Glauben hat. Also Fe als Abkürzung für Fides, Glaube, und Minus, also weniger. Die Frau ist das menschliche Geschlecht, das weniger Glauben hat, leichter wankelmütig ist, so wie
Eva natürlich als Prototyp. Eine jede Hexe kann man an vier verschiedenen Tatbeständen erkennen. Der Pakt mit dem Teufel, der Geschlechtsverkehr mit dem Teufel, die Teilnahme am Hexensabbat, die Schadenzauberei. Es ist hinreichend, eine Hexe eines dieser vier Verbrechen zu überführen. Es kann dann geschlossen werden, dass sie, auch ohne Beweis, die übrigen ebenfalls begeht. Eine Hexe tritt niemals allein auf. Sie trifft sich mit ihresgleichen, um die Herrschaft des Satans auf Erden vorzubereiten. Also es ist die Forderung, systematisch nach Hexen zu suchen, um die Welt sozusagen wieder ins Lot zu bringen. Und man kann wahrscheinlich sagen, dass Kramer als Autor von einer apokalyptischen Angst getrieben wurde. Also in seinen Augen bewegt er sich am Ende der Welt. Und als sicheres Zeichen für das Ende der Welt, für das herannahende Ende der Welt, sieht er natürlich gerade das Auftreten der Hexen. 3000 Hexen sterben im Zeitalter Heinrich Kramers. Nach seinem Tod ebbt die Verfolgung ab. Das finstere Mittelalter scheint überwunden. Doch Kramer erweist sich als unseliger Prophet. Die Epoche der großen Hexenjagd steht Europa noch bevor. ...1636 wütet ein verheerender Krieg. Man wird ihn später den Dreißigjährigen nennen. Für zwei römische Diplomaten auf Friedensmission wird die Fahrt nach Deutschland eine Reise ins Herz der Finsternis. Als ich mit dem Kardinal Ginetti an die katholischen deutschen Fürsten entsandt worden war, um den Frieden zu vermitteln, bot sich meinen Augen ein fürchterliches Schauspiel. Außerhalb der Mauern mehrerer Dörfer und Städte waren unzählige Pfähle errichtet, an die gefesselt arme und überaus bedauernswerte Frauen als Hexen von den Flammen verzehrt wurden. Diese Erfahrungen in Deutschland müssen für die Römer etwas ganz anderes gewesen sein. Das kannten sie aus ihrer Heimat nicht. Sie wandten sich mit Schaudern ab. Das Entsetzen der Reisenden über das Hexenbrennen ist ungewöhnlich. Sie sind mächtige römische Inquisitoren. Ihr Beruf? Die Dogmen der Kirche durchzusetzen, um jeden Preis. Ihre Vorgänger haben die Hexenprozesse in Gang gesetzt. Auch jetzt glauben die Inquisitoren in Rom fest an die Existenz von Hexen. Doch es gibt einen erstaunlichen Wandel, wie Forscher seit neuestem herausgefunden haben. Interessant ist jetzt anhand der neuen Dokumente im Archiv der römischen Inquisition zu beobachten, wie sich die Stimmen mehren, die zur Vorsicht mahnen. Und zwar lässt sich das sehr schön nachweisen, ausgerichtet an einen Inquisitor. Ein hochinteressanter Mann, Francesco Albizzi, 1593 geboren, wurde er 1635 Assessor der Kardinalskongregation in Rom, so eine Art Geschäftsführer. In Deutschland nützt dem Inquisitor Albizzi seine Macht wenig. Die protestantischen und selbst die katholischen Fürsten lassen sich in Hexensachen aus Rom nichts befehlen. Im katholischen Kurfürstentum Köln ist die Zahl der Scheiterhaufen besonders groß. Die Inquisitoren treffen weit und breit nur auf Wahnsinn, Hunger und Elend. Diese Schrecken finden sich überall in Deutschland.
Sie sind nicht nur eine Folge des Krieges, sondern ebenso der mörderischen Hexenjagd. Auf ihrer Reise streifen die Inquisitoren auch das Städtchen Rheinbach bei Bonn. Vor der Verfolgung ist Rheinbach noch ein blühender und wohlhabender Ort, berühmt durch Wollmanufakturen und üppige Forste. Doch jetzt haben Hexenjäger die Herrschaft übernommen. Wie anderswo in Deutschland wird nun in Rheinbach nicht Handel getrieben, sondern im Hexenturm gefoltert. Zum Wohl, Schöffen. Auf ein baldiges Ende der Plage in diesem schönen Städtchen. Wer zahlt all den Wein und das gute Essen? Das müsst ihr wohl als Kaufmann fragen, Herr Malheur. Nun sorgt euch nicht, ich werde euch keine Rechnung schicken. Und warum habt ihr dann nicht den Vogt hinzugeladen und die anderen vier Schöffen? Vermisst ihr die Sauertöpfe? Wir verstehen es doch nicht zu feiern. Bist du denn hier zum Feiern da? Helft mir doch! Helft mir doch! Schweig, du Teufelsbullen! Für euch gute Christen soll es ein Feiertag sein, wenn wieder eine Feindin des Herrn bekennen muss, dass sie des Teufels ist. Warum aber dann die Böfkens? Die doch an die 20 Jahre mit ihrem Peter, dem vormaligen Bürgermeister, fromm und ehrlich im Ehestand gelebt hat. Damit ein Hexenprozess in einem Ort der frühen Neuzeit überhaupt losgehen konnte, musste das Vorfeld bereitet sein. Das heißt, es ist nicht einfach plötzlich passiert, dass irgendjemand vor Gericht eine Anklage eingereicht hat und dann wird jemand wegen Hexerei verhaftet und hingerichtet, sondern wesentlich früher beginnt es im Ort zu rumoren. Das heißt, es gibt Gerüchte. Und wir können das auch sehr genau für Rheinbach belegen, dass Gerüchte eine Rolle spielen, bestimmte Personen oder eben vielleicht auch Personenverbände werden durch das nachgewisperte Gerücht schlecht gemacht, der sei ein Hexer oder die sei eine Hexe. Mit Hilfe solcher Gerüchte sollen offene Rechnungen beglichen werden. Oft sind es Nachbarn, die sich gegenseitig denunzieren. Die angesehensten Bürger von Rheinbach fungieren als Schöffen der städtischen Gerichtsbarkeit. Der Historiker Thomas Becker hat die Ereignisse in Rheinbach rekonstruiert. Grundlage seiner Forschungen ist ein seltener Probedruck, der im ehemaligen Jesuitenkolleg in Bad Münstereifel aufbewahrt wird. Verfasser ist der Hexenschöffe Hermann Löhr. Täter, Opfer und Zeuge in einem. Seine Lebensbeichte beleuchtet auf einmalige Weise ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte. 1631 wird Hermann Löhr als jüngster Schöffe ins Schöffengericht aufgenommen. Das heißt, er ist einer von den sieben Personen, die in Prozessen den Schuldspruch zu fällen haben. Als er 1631 ins Schöffenkollegium eingerückt ist, fangen in Rheinbach die Hexenprozesse an. Also Hermann Löhr ist von Anfang an mit dabei. Er ist auch verantwortlich für die ersten Schuldsprüche, die hat er mitgetragen. Die ersten Anzeigen treffen mittellose Frauen aus der Unterschicht. Sie werden im Hexenturm zu Rheinbach verhört und auf dem Folterstuhl peinlich befragt. Ein entscheidender Teil des Verfahrens ist die Nagelprobe. Den Verdächtigen werden auf demütigende Weise alle Haare des Körpers geschoren. Dann wird nach Hexenzeichen geforscht, Muttermalen und Leberflecken. Fließt nach einem Nadelstich in das Mal kein Blut, ist die Hexe überführt. Für den erfahrenen Juristen und Hexenkommissar Franz Bührmann ist das eine wissenschaftliche Tatsache.
Bührmann soll im Auftrag des Landesherrn eigentlich die Rechtmäßigkeit der Prozesse überwachen. Er ist zu diesem Zeitpunkt schon für über 50 Todesurteile in Bonn und Umgebung verantwortlich. Nun gibt er den Verfahren in Rheinbach eine brutale Wendung. Gerade bei Franz Bührmann haben wir aber das Beispiel von jemandem, der sich selbst an die Spitze des Gerichts setzt, der sich selbst zum Gerichtspräsidenten macht und das Ganze umfunktioniert, in einer Art Sondergerichtshof, wenn Sie so wollen. Er hat in einer ausgesprochen sadistischen Weise in diesen Prozessen sich aufgeführt. Er hat sich nicht mehr darum gekümmert, wo die Grenzen waren für eine solche Untersuchung. Das ist ganz gut dokumentiert. Das heißt, er war ein schlimmer Mensch, ein schlimmer Schlechter, wenn Sie so wollen. Wohlan. Nun hast du wohl Zeit genug gehabt, einzusehen, dass du bekennen musst. Und dass dir deine ganze verfluchte Zauberei nicht hilft. Ich kann nicht zaubern. Und ich weiß auch nicht, wie man Zaubern vollbringt. Meinst du wohl, dass dir der Teufel die Pein abnimmt und tragen hilft? Zählst du, Hexe, die Uhren und Stunden? Und berechnest du die Zeit der Folter? Das kann und wird dir, Erzzauberin, nicht helfen. Nein, das kann mir wohl helfen. Wenn ich noch 2 oder 3 Stunden die Folter durchhalte, dann müsst ihr mich losbinden und mich freigeben. Wie willst du dann eine Märtyrerin des Teufels werden? Mit deinem Nichtbekennen sollst du mir nach meinem Willen 2x24 Stunden gepeinigt werden, bis du deine Zauberkunst bekennst und dem Spießgesellen preisgibst. Nein, nein, nein. Ich will unter dieser Marter und Folter als ein frommer Christenmensch sterben. Dann stirb doch endlich in des Teufels Namen, du alte verstockte Hexe. Und du, Hermann Löhr? Siehst zu, obwohl schon dein Vater und mein seliger Mann zusammen Geschäfte gemacht haben? Was kann ich denn tun? Hermann Löhr, sieh mich an. Kannst du mir in die Augen sehen? Franz Bührmann hatte nun eine sehr starke Persönlichkeit. Und er hat es geschafft, die Schöffen des Gerichtes sich gefügig zu machen. Und hat von daher die Rolle, die ihm zugedacht war, völlig auf den Kopf gestellt. Er ist keineswegs mehr Berater, sondern er ist Ankläger und Richter in einer Person. Er bestimmt, wer als nächstes verhaftet wird. Erst als die wohlhabende Witwe Christina Böfgens in Bührmanns Fänge gerät, empfindet Hermann Löhr Mitleid. Die 65-jährige Frau gehört wie Löhr zur Oberschicht, gilt als besonders mildtätig und fromm. Doch Bührmann braucht ein Schmiermittel, um seine Prozesswelle in Gang zu halten. Gold. Damit bestreitet er die Kosten für Henker und Verbrennungsholz, füllt die Schatulle des Landesherrn und bereichert sich selbst. Seine Todesmaschinerie wendet sich gegen die Reichen. Seht ihr, der Amtmann hat die verborgenen Schätze der Böfgen gefunden. Das ist brav. Und alles schon gezählt. So habt ihr schon der Böfgen Haus durchsucht und alles konfisziert, ohne dass sie den Teufelsbund gestanden hat? Sie wird, Hermann Löhr, sie wird. Habt ihr nicht auch von dem Wein getrunken, den uns die Böfgen bezahlt? Christina Böfgens hat sich geweigert, irgendetwas von diesen erfundenen Dingen zuzugeben, die man ihr vorgehalten hat. Und daraufhin hat der Hexenkommissar Franz Bührmann angeordnet, weiter zu foltern. Der Henker hat gesagt, das tue ich nicht, das darf ich nicht. Wenn ich jetzt noch weiter foltere, wird die Frau mir sterben. Das war ein Justizmord. Franz Bührmann hat sich mit seiner ganzen Autorität durchgesetzt und den Henker gezwungen, weiter zu foltern. Der Henker tat das und Christina Böfgens ist in der Tat auf der Folter gestorben.
Mit dämonischem Geschick reagiert der Hexenkommissar Bührmann auf die gefährliche Situation. Der Teufel selbst, nicht der Henker, hat Christina Böfkens den Hals umgedreht. So kann sie dem Gericht ihre angeblichen Komplizen nicht verraten. Der Fall von Rheinbach zeigt, dass die meisten verbreiteten Klischees über die Opfer der Hexenverfolgung falsch sind. Das angeblich geheime Kräuterwissen von weisen Frauen hat keine nachweisbaren Verfolgungen in Gang gesetzt. Es gibt keine Verschwörung der Ärzte gegen die Hebammen. Der Mythos von den rothaarigen Hexen stammt aus dem 19. Jahrhundert. Fernab dieser Spekulationen hat es dennoch besonders gefährdete Gruppen gegeben, wie das Schicksal der Witwe Christina Böfkens belegt. Generell, also über den Daumen gepeilt, waren Frauen besonders betroffen und die höheren Altersgruppen. Das kann was mit Marginalisierung zu tun haben. Natürlich, es kann einfach damit etwas zu tun haben, dass für bestimmte Personen soziale Schutzmechanismen versagt haben. Doch nicht nur Frauen können Hexen sein. In Rheinbach und an vielen anderen Orten geraten Männer unter Verdacht. Mit Zaubergürteln sollen sie sich in wilde Tiere verwandeln. Wolfsrudel fallen in dieser Zeit tatsächlich in die Dörfer ein. Angeblich sind es aber menschliche Werwölfe, die in Vollmondnächten das Vieh reißen. Jede vierte Hexe ist ein Mann. Neue Ergebnisse jetzt der deutschen Hexenforschung zeigen, dass bei den katholischen Hexenverfolgern ist es so, dass etwa 25% der Angeklagten und Verurteilten Männer sind. Im evangelischen Raum weniger. Also die berühmten Mannwölfe oder Wehrwölfe, die also sehr lange mythologische Wurzeln haben und eben erstaunlicherweise auch in der frühen Neuzeit nochmal zutage treten, in der Form, dass man einzelne Männer tatsächlich für Werwölfe hält und die fängt und dann ihnen auch den Prozess macht und sie tatsächlich als Werwölfe hinrichtet, also als Hexer, die sich in Wölfe verwandeln. 130 Tote fordert der Hexenwahn in Rheinbach und den Nachbardörfern. Auch Löhrs Schwiegervater, ein angesehener Amtmann, endet auf dem Scheiterhaufen. Erst jetzt stellt sich Löhr der Gefahr. Er flieht mit seiner Familie über Köln nach Amsterdam. 40 Jahre später bringt er dort seine Erlebnisse zu Papier. Hermann Löhr hat dieses Buch ganz sicher auch geschrieben, weil er sich schuldig gefühlt hat. Immerhin war Hermann Löhr ja einer der Leute, die im Gericht den Schuldspruch gefällt haben. Er ist verantwortlich dafür, dass etliche Menschen wegen Hexerei hingerichtet worden sind. Und er hat irgendwann im Verlauf dieser Prozesse begriffen, dass das, was da passiert, alles eine Lüge ist. Zur gleichen Zeit, als Löhr flieht, erreichen die päpstlichen Inquisitoren Albizzi und Ginetti das Kurfürstentum Köln. Aus dem sonnigen Italien kommend, geraten sie hier in eine vollkommen fremde Welt. Die Winter in Deutschland reichen mit polaren Nachtfrösten und Hagelgewittern bis in den Juni hinein. Die Sommer sind feucht und ohne Sonne. Wein, Roggen und Gerste erfrieren. Sogar das Laub an den Bäumen wird schwarz. Teuerungen und Hungersnöte sind die Folge. Es ist der Höhepunkt einer Wetterkatastrophe, die die Klimahistoriker heute als die kleine Eiszeit bezeichnen. Aus Sicht der damaligen Menschen kann es bei diesen Schrecken nicht mit rechten Dingen zugehen. Bauern und Bürger klagen in bitteren Worten die Obrigkeit an, dem Treiben der Hexen und Zauberer tatenlos zuzusehen. Sie fordern Rache und bekommen sie.
Dem Tod der Ernte auf den Feldern folgt der Tod von Menschen auf dem Scheiterhaufen. Das blinde Wüten der Gerichtsbarkeiten löst im Volk kein Entsetzen aus, sondern Erleichterung. Das Böse muss in der Mitte der Gesellschaft aufgespürt und bestraft werden. Nur so kann es ein Ende der Plagen geben. Der Höhepunkt der Hexenverfolgung fällt in die Epoche des Barock. Allgegenwärtig ist das Memento Mori, die Beschäftigung mit dem Tod. In dieser Zeit sinkt die durchschnittliche Lebenserwartung auf 35 Jahre. Das irdische Dasein ist ein einziges Jammertal. Der Tod ist allgegenwärtig. Er wird angebetet als einziger wahrer Herrscher dieser Welt. Die Apokalypse, das himmlische Strafgericht, scheint unmittelbar bevorzustehen. Man muss sich ja vorstellen, dass alle einbrechenden Katastrophen auch ihre metaphysische Seite bekommen, dadurch gerade, dass man sie als Zeichen Gottes interpretiert. Das heißt, man muss nach damaliger Vorstellung fragen, was ist falsch gelaufen in dieser Gesellschaft? Also nicht ganz unähnlich dem, was wir in unserer eigenen Gesellschaft haben. Man sucht nach Schuldigen und wahrscheinlich auch wie in unserer eigenen Gesellschaft gibt es zwei große Strategien, nach Schuldigen zu suchen. Entweder man sucht die Schuld bei sich selbst, und das ist tatsächlich, was viele Prediger auch vorgeschlagen haben, die zu den Leuten gegangen sind und gesagt haben, ihr seid sündhaft, ihr müsst euch ändern, ihr müsst euer Leben ändern. Das ist aber etwas, was die Leute nie gern hören. Und deswegen kann man sagen, es gibt so eine flankierende Strategie, zu sagen, es gibt welche in eurer Mitte, die beschwören sozusagen Gottes Zorn über die Gesellschaft herauf, und man muss diese Feinde der Gesellschaft, diese Verkörperungen des Bösen, die muss man finden und bekämpfen oder, wie es auch damals so schön geheißen hat, ausrotten. Der Hexenwahn stammt aus dem Mittelalter und ist danach für lange verschwunden. Nun, an der Schwelle zum modernen Europa, feiert er seine Auferstehung. Schrecklicher als je zuvor. Die wahren Ursachen für das Elend sind schwer zu durchschauen. In Deutschland herrscht Chaos, politisch und religiös. Der Kaiser hat seine Macht verloren. Fürsten, Städte und Reichsregenten bekämpfen einander. Die Reformation spaltet das Land in Katholiken, Calvinisten und Lutheraner. Ergebnis der Spannungen ist das furchtbarste Abschlachten, das es bis dahin in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Der 30-jährige Krieg fordert Millionen von Toten. Er hinterlässt einen halben Kontinent verwüstet und ohne Hoffnung auf ein Ende der Schrecken. Das war eine sehr gnadenlose Zeit. Durch die gesamten Zeit- und Lebensumstände, den Krieg im Hintergrund, die immer schlimmer werdende Ernährungssituation, die Unsicherheit, die insgesamt ins Leben gedrungen war, waren die Menschen im Umgang miteinander sehr brutal, sehr gnadenlos. Und man war bereit, Konflikte bis zum bitteren Ende durchzufechten. Und das bittere Ende heißt hier bis zur physischen Vernichtung des anderen. In eben dieser Lage machen die päpstlichen Gesandten Albizzi und Ginetti, dem Kurfürsten von Köln, ihre Aufwartung. Sie wollen ihn für einen Friedensplan gewinnen. Fürstbischof Ferdinand hat zwei Gesichter. Er ist ein frommer katholischer Reformer und gilt doch auch als einer der schrecklichsten Hexenjäger der Geschichte. Eminenz, wir hoffen, eure Reise war nicht allzu beschwerlich. Eure hochfürstliche Gnade, gnädigster Herr, alle Beschwerlichkeit weicht angesichts eures Anblicks. Die Reise bot uns einen ungewohnten Anblick. Außerhalb der Mauern der Städte und Dörfer überall Rauchsäulen und Feuerschein. Hier in Bonn musste das Feuer allein im vorigen Jahr 50 Zauberer und Teufelshuren von ihren Sünden reinigen. Bringt das Hexenbrennen denn nicht Unruhe ins Volk? Wir verstehen eure Frage nicht. Monsignore, mein Volk würde mir wohl Bescheid stoßen,
nehme ich nicht den Kampf gegen das Hexenunwesen fest in die Hand. Das Volk ermangelt vielleicht der Bildung. Das Volk? Sind Domkapitel genauso wie die Grafen. Ritter, Städte und Stände. Der Heilige Vater bietet euch Dank und Gruß. Ach, wie wohl das tut, nach so langer Zeit wieder die Stimmen des Heiligen Stuhls zu vernehmen. Ihr lebt im glücklichen, von Sünde freien Rom. Gott, der Allmächtige, mag uns die Hexen gesandt haben als Geisel für unsere Sünden. Kann nicht vielmehr eine gewisse Unordnung in den Hexenprozessen dazu führen, dass in zweifelhaften, den Verstand übersteigenden Fällen... Wir selber haben seit einigen Zeiten eine Hexenordnung erlassen, um die Richter zur Umsicht zu mahnen. Wir haben dieses Verfahren auf eine ganz und gar objektive Stufe gehoben. Die Gelehrten in Rom verwundert die Praxis in Deutschland, ein Brennen in Gang zu setzen, nur weil eine einzige Hexe bezeugte, sie habe andere beim Sabbat gesehen. Ihr redet wie jemand, der... Was sind das für außergewöhnliche Tiere? Eure Wälder müssen ein wahrer Tummelplatz für... Die Rebhühner, Eminenz, sind scheu und selten wie nie. Mit den Hirschen ist es noch schlimmer. Wir haben tüchtige Kommissare, die darüber wachen, dass kein Unrecht Blut vergossen wird. Einige davon sind uns wohl vertraut, wie der Dr. Schultheiß, Dr. Biermann, deren Rheinbach Segen bewirkt. Und haben wir nicht eigenhändig das untrügliche Verfahren der Nadelprobe zum Gesetz erhoben? Wenn aus dem Stigmata und Zeichen am Körper der Hexe und der Zauberin kein Blut fließt, wie wollen dann die Doktoren in Rom solches anders erklären als durch den Teufelspakt? Meine Empfehlung. Seid ihr toll? Wir wollen hier den Frieden bewirken und keinen gelehrten Disput führen. Es geht um das Schicksal der Christenheit und nicht um ein paar Zauberprozesse. Ihr wisst wie ich, dass die Nadelprobe ein ganz und gar unchristlicher Aberglauben ist. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und wenn Gott uns darob flieht? Bis heute ist es wirklich eine offene Frage, warum sie da nicht eingegriffen haben. Warum Rom jetzt nicht zumindest bei seinen eigenen deutschen Gläubigen, den Fürstbischöfen etwa, eingegriffen hat. Die Friedensmission der beiden Inquisitoren bleibt ohne Erfolg. 1637 kehrt Albizzi in seine Heimat zurück. Das Unrecht der Hexenverfolgung in Deutschland löst in Rom keine Reaktion aus. Wichtiger ist die Realpolitik. Der Bund mit den katholischen deutschen Fürsten im Kampf gegen die Protestanten. Vom kulturell aufblühenden Rom aus betrachtet, wirkt das Grauen in Deutschland unwirklich. Dort treibt das Elend die Menschen in eine Traumzeit, wo die Grenzen zwischen Realität und Einbildung zerfließen. Getreide wird in schlechten Jahren mit Gold aufgewogen. So werden die Beimengungen ins Brot zunehmend gefährlich. Um Übersinnliches zu erleben, genügt es in dieser Zeit bereits zu essen. Das Brot der armen Leute wird mit Schlafmohn, Bilsenkraut und Tollkorn gestreckt. Es enthält Substanzen, die dem LSD ähnlich sind. Zusätzlich werden Drogen bewusst eingenommen, um der trostlosen Gegenwart zu entrinnen. Giftige Kräuter verstärken die betäubende Wirkung des Weins. So glaubt manche Frau tatsächlich, als Hexe durch die Lüfte zu fliegen und mancher Mann sich in einen Werwolf zu verwandeln. Dieser Glauben kann auf dem Scheiterhaufen enden. Denn die Traumwelten prallen auf den Hexenwahn. Die einzelne Anklage gegen eine Hexe löst noch keinen Flächenbrand aus. Doch im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts ist die Idee von einer Hexensekte, die den Teufel verehrt, Gemeingut. Ist auch nur eine einzige Hexe ausfindig gemacht worden, müssen zugleich alle ihre Mitverschwörer ausgerottet werden. Als Verfolger tun sich Protestanten mit dem gleichen Eifer hervor wie Katholiken. Lediglich die theologische Begründung ist eine andere.
Die Katholiken berufen sich auf Traktate wie den Hexenhammer. Die Protestanten weisen auf die Heilige Schrift. Im Alten Testament steht der Satz: Die Zauberer sollst du nicht am Leben lassen. Schon Luther ist zeitlebens von Hexenfurcht durchdrungen. Calvin hat persönlich in Genf Hinrichtungen von Hexen befohlen. Die große Mehrzahl aller Hexen wird in Europa zwischen 1560 und 1640 verbrannt. Zu dieser Zeit haben die weltlichen Gerichte der Kirche die Verfolgung aus der Hand genommen. Jede zweite Hexe wird auf dem Boden des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation hingerichtet. Zu besonders schlimmen Verfolgungen kommt es auch in Lothringen, in Polen, Schottland und in der Schweiz. Anderswo, wie in Russland oder Irland, hat es niemals eine Verfolgung gegeben. Ein Befund, der bis heute Rätsel aufgibt. In Spanien und Italien stemmt sich die starke Zentralgewalt dem Volksbegehren entgegen. Die Hexenjagden hinterlassen die betroffenen Gegenden ausgeblutet und über Jahre hinaus wirtschaftlich am Boden. Die Stimmen mehren sich, die ein Ende der Verfolgung fordern. Wir finden auch relativ häufig, dass in Territorien oder Städten, in dem einmal eine Hexenverfolgung tatsächlich durchgeführt worden ist, dieses Experiment nicht wiederholt wird, weil es normalerweise doch katastrophale Folgen hat. Fast in jeder Verfolgung kam es irgendwann mal zum Kippen, weil die Bevölkerung auch gemerkt hat, oha, ich war ja zwar am Anfang dafür, aber jetzt bin ich selber dran. Der erfolgreichste Kämpfer gegen den Hexenwahn ist ein deutscher Jesuit. In Deutschland muss er seinen Namen lange geheim halten, droht ihm sogar der Prozess. In Rom wird er zur gleichen Zeit von Theologen und Inquisitoren schon hoch geschätzt. Es handelt sich bei diesem tapferen Mann um einen der größten Dichter des Barock, um Friedrich Spee. In Paderborn verfasst er seine bittere Klage: Deutschland so vieler Hexenmutter. Der meines Erachtens luzideste und wichtigste Kritiker der Hexenverfolgung war der Jesuit Friedrich Spee, der 1631 ein Buch, zunächst anonym, geschrieben hat, die Cautio Criminalis. Und in der Cautio Criminalis hat er diesen unentrinnbaren Zirkel des Hexenprozesses in unnachahmlicher Manier aufgezeigt und damit das ganze Konstrukt des Hexenprozesses ad absurdum geführt. Er sagt, man gebe mir irgendein erfundenes Schwerverbrechen. Zweitens, man gebe mir zum Nachweis dieses erfundenen Schwerverbrechens die Folter. Und dann sagt er, ich will selbst ins Feuer geworfen werden, wenn ich nicht binnen kurzem genauso viele Schuldige finde, wie jetzt wegen Hexerei verurteilt werden. Das ist die fatale Dynamik, die der Folter dann innewohnt, dass ich praktisch dann jedes, auch fiktive Verbrechen, mit der Folter dann nachweisen kann. Solche Stimmen der Vernunft finden Mitte des 17. Jahrhunderts zunehmend Gehör. In weiten Teilen Europas ebben die Verfolgungen ab. Anders im schweizerischen Walsertal, das zu Graubünden gehört, und im Vaduz, dem heutigen Liechtenstein. Dort könnten sich die Menschen eigentlich ihrer eben errungenen Unabhängigkeit freuen. Doch das Resultat ist eine der schlimmsten Hexenjagden überhaupt, die um 1650 hunderte Tote fordert. Dabei tritt ein bislang fast unbekanntes Phänomen zutage. Der Wahn richtet sich nicht nur gegen Frauen und Männer. Die Bergbewohner verfolgen sogar ihre eigenen Kinder. 15 von ihnen sollen als die Bündener Hexenkinder exemplarisch in einem Schauprozess bestraft werden.
angeklagt des Teufelspaktes und der Verschwörung gegen unseren Herrgott und den einzig wahren Glauben. Durch mannigfache Aussagen unbescholtener Zeugen überführt des Zaubers, wieder Mensch und Tier, erschienen vor dem Gerichte. Maria Schuster, Katharina Rieder, Peter Tönz. Bitte! Nimm mir diesen Schnieders, dieses Teufelsamulett ab! Was? Ist er denn ein furchtsam Weib? Priester, bring mir das Weihwasser! Du hast wohl geglaubt, Moritz Schnieder, du könntest etwas ausrichten. Wieder das Gericht mit des Teufels Hilfe. Ich habe schon deine Mutter und deinen Vater überführt und dem Henker übergeben. Und du bist nur die Brut. Dieser Erzzauberer, die dem Satan schon deine Seele versprachen, als du noch im Leibe ruhtest. Seht ihr es wohl, Hexenbrut? So feige täuscht euch der Teufel. Er lässt euch seine trügerische Macht spüren und verlässt euch doch alsgleich. Sobald er eure Seele hat. Es ist nicht Brauch, in Bündner Landen Hexenbrut wie euch entkommen zu lassen. Zwar bestimmen unsere Gesetze, dass ihr noch zu jung seid für den Scheiterhaufen, doch gibt es andere Möglichkeiten, euch endgültig auszumerzen. Es droht ihnen eine, so wörtlich in dem Brief nach Rom, bestialis executio, eine bestialische Hinrichtung. Die Kinder wären wahrscheinlich nicht wie Erwachsene verbrannt worden. Man glaubte, man könne ihnen einen etwas sanfteren Tod dadurch gewähren, dass man sie in ein heißes Bad steckte und ihnen dort die Pulsadern und Schlagadern öffnete, sodass sie in dem heißen Bad langsam ausbluteten, weil die Adern sich nicht mehr schlossen. Uns stehen die Haare zu Berge, wenn wir sehen, was damals mit sogenannten Hexenkindern gemacht wurde. Und auch den Römern war das ein Graus. In Rom nimmt sich der Inquisitor Albizzi des Falls an. Selbst der Papst setzt sich für die Kinder ein, obwohl Graubünden seiner Gerichtsbarkeit nicht unterliegt. Albizzi, mittlerweile Kardinalinquisitor, erreicht dennoch die Auslieferung der Kinder nach Italien. Dort sollen sie nicht hingerichtet, sondern erzogen werden. Ein Junge wird in Mailand dennoch rückfällig. Nach kirchlichem Recht erwartet ihn eine furchtbare Strafe für diesen Relapsus. Lebenslanger Kerker oder Tod. Eminenz. Bruder in Christo. Fangt nicht schon wieder damit an. Ich habe in der Kongregation das Nötige gesagt. Ein Relapsus ist ein Relapsus. Was wissen wir denn wirklich über den Fall? Ist der Junge ein Hexer? Ist er vielleicht nur geistig zurückgeblieben, unerzogen, verwahrlost und verkommen? Das sind spitzfindige Klügeleien. Der Junge verspottet den Herrn und unsere Kirche. Er schändet das Bild der heiligen Jungfrau. Er hat genügend Gelegenheit bekommen, um zu bereuen und auf den rechten Weg zu finden. Das Gesetz ist nur dann gerecht, wenn es keine Ausnahme macht. Aber der Hexenjunge, er ist noch ein Kind. Er weiß nichts von der Welt. Vielleicht versteht er unsere Unterweisungen nicht einmal. Seine Eltern wurden als Hexen verbrannt. Sie konnten ihm nichts Rechtes lehren. Was interessiert euch dieser Junge so? Als Inquisitor seid ihr zur Wahrung des Glaubens verpflichtet, nicht zur Mildtätigkeit. Erinnert ihr euch an unsere Reise durch das Rheinland, an die vielen Scheiterhaufen? Wir haben beide vor dem Fürstbischof gestanden, der jetzt heimgegangen ist, Gott hab ihn selig. Wir wussten beide um den Irrsinn der Hexenjagd. In dessen gut katholischen Landen haben wir eingegriffen. Auch seine Heiligkeit hat nicht eingegriffen. Habt ihr denn etwa damals dem Heiligen Vater von den Scheiterhaufen berichtet? Ich tat es nicht. Brennt heute euer Gewissen nicht ebenso lichterloh wie das meine? Albizzis Intervention hat Erfolg.
Der rückfällig gewordene Junge wird verschont. Auch Albizzi hat schwere Zweifel, ob die Schweizer Kinder nicht tatsächlich Hexen sind. Das Problem soll jedoch mit seelsorgerischen Mitteln gelöst werden. Einst hat die Inquisition die Verfolgung in Gang gebracht. Jetzt versucht sie, das Hexenbrennen zu beenden. Weit weniger liberal ist die Inquisition zur gleichen Zeit gegenüber anderen Feinden. Erbittert verfolgt sie die Anhänger Galileis, die für die Unabhängigkeit der Naturwissenschaft gegenüber der Theologie eintreten. Gegen Ende seines Lebens gilt Francesco Albizzi als mächtigster Inquisitor seiner Zeit. In den 50 Jahren, in denen Albizzi seiner Behörde dient, wird in Rom keine einzige Hexe zum Tode verurteilt. Herbeigerufene Ärzte erklären die meisten Fälle auf natürliche Weise, ohne Zuhilfenahme des Teufels. Diese überraschende Entdeckung machte der Historiker Rainer Decker, als er als erster Hexenforscher überhaupt Zutritt in die geheimen Archive der römischen Inquisition erhielt. Der typische Inquisitor des 17. Jahrhunderts verabscheut es, angebliche oder sogar wirkliche Hexen zu verbrennen. Der typische Hexeninquisitor verfolgt durchaus magische Praktiken aller Art. Aber den Scheiterhaufen hält er deswegen nicht für erforderlich. Das Bestürzende liegt eigentlich darin, dass die Urteile dieser Inquisitoren meistens weit milder waren als die Urteile jedes beliebigen weltlichen Gerichtes nördlich der Alpen. Bestürzend ist aus heutiger Sicht, dass ausgerechnet die Kämpfer gegen Fortschritt und Wissenschaft, die Inquisitoren, am entschiedensten gegen den Hexenwahn auftreten. 1712 kommt es in der Schweiz unweit des Walsertals wieder zu einem Kinderhexenprozess. Wieder protestiert die Inquisition. Diesmal wollen die weltlichen Richter von fremder Einmischung nichts wissen. Sie haben ihre eigenen Schlüsse gezogen, wie der Hexengefahr zu begegnen ist. Da fasst man sich erst recht an den Kopf. Die Eltern wurden vor die Wahl gestellt. Die Mädchen müssten verschwinden, also irgendwo hingebracht werden ins Ausland. Und die Eltern dürften dann nur wiederkommen mit der Bescheinigung, die Mädchen seien inzwischen tot, wie auch immer. Andere Möglichkeit, die Kinder sterben hier, und zwar durch Gift. Und es ist belegt, ich glaubte meinen Augen selbst nicht zu trauen, dass die Eltern dieser beiden kleinen Mädchen gesagt haben, dann müssen sie eben durch Gift sterben. Das eine Mädchen ist sofort gestorben, das andere hat sich erst 2 Monate noch gequält, bevor es dann gestorben ist, nach Anfang des 18. Jahrhunderts. An die 60.000 Menschen fallen der europäischen Hexenjagd zum Opfer. Angesichts der damaligen Bevölkerungsdichte eine schreckliche Zahl. Manche Mechanismen der Hexenjagd wirken in unserer Kultur bis heute fort. Was wir, glaube ich, in den Hexenverfolgungen gut sehen können, wie schnell mit geeigneten Mitteln eine imaginäre Gruppe mit einer Sündenbockfunktion ausgestattet werden kann. Es war immer nur so, dass Menschen mitgemacht haben, wenn einige vorne geschrien haben, wir müssen die Hexen vernichten. Und dieses Mitmachen, dieses Bereitsein, eine Ideologie mitzutragen, ohne sich dagegen zu stemmen, das ist etwas, was durch alle Zeiten hinweg Menschen angeht. 1782 wird in Glarus im protestantischen Teil der Schweiz zum letzten Mal in Europa eine Hexe hingerichtet. Der Spuk scheint ein für alle Mal vorbei zu sein. Doch der Hexenglauben erlebt eine unerwartete Wiedergeburt. Nicht als ein alter Schrecken, sondern als neuer Kult in der Gegenwart. Im Märchenwald der deutschen Romantik ruhen die Wurzeln für unser heutiges Hexenbild. Alles beginnt im 19. Jahrhundert
mit einem Märchen der Brüder Grimm. Gretel teilte ihr Brot mit Hänsel, der sein Stück auf den Weg gestreut hatte. Dann schliefen sie ein und der Abend verging, aber niemand kam zu den armen Kindern. Hänsel sagte zu Gretel, wir werden den Weg schon finden, aber sie fanden ihn nicht. Sie gingen die ganze Nacht und noch einen Tag von Morgen bis Abend, aber sie gerieten immer tiefer in den Wald und wenn nicht bald Hilfe kam, so mussten sie verschmachten. Im Haus der Brüder Grimm in Kassel wird das Märchen von Hänsel und Gretel erstmals 1809 erzählt. Es ist anheimelnd und unheimlich zugleich. Nach Schneewittchen ist Hänsel und Gretel weltweit das bekannteste Werk der Brüder Grimm. Die Knusperhexe ist die populärste Verkörperung des Bösen im Märchen überhaupt. Da ging auf einmal die Türe auf und eine steinalte Frau, die sich auf eine Krücke stützte, kam herausgeschlichen. Die Alte war aber eine böse Hexe, die den Kindern auflauerte und hatte das Brothäuslein bloß gebaut, um sie herbeizulocken. Wenn eins in ihre Gewalt kam, so machte sie es tot, kochte es und aß es. Und das war ihr ein Festtag. Als das Märchen von Hänsel und Gretel entsteht, liegt die letzte Hinrichtung einer Hexe in Europa Jahrzehnte zurück. Die Aufklärung feiert ihren Sieg über den Hexenwahn. Nichts soll mehr an die dunklen Zeiten erinnern. Doch durch die Brüder Grimm überdauert das Bild der Hexe. Der Hund im Grimms Märchen ist ja eben der archetypische Hund schlechthin oder der Märchenhund. Und so ist natürlich die Märchenhexe in noch viel höherem Maße das Urbild aller Hexen, die später in aller Welt irgendwo aufgezeichnet oder mal zusammengetrieben worden sind. Es ist immer die Grimmsche Hexe, die als zeitlich die erste und deswegen auch als die bekannteste da fungiert. Auf allen Kontinenten erzählen alte Märchen von Zauberern und bösen Feen. Ein Haus auf Hühnerbeinen beherbergt in Russland die Hexe Baba Yaga. Die schwarze Katze als Symbol des Teufels ist ihr ständiger Begleiter. Doch erst seit den Gebrüdern Grimm ist die Hexe auf der ganzen Welt alt und bucklig. Motive aus Hänsel und Gretel haben die Märchen überall auf der Welt verändert. Andere Elemente haben dagegen uralte Wurzeln. Die Menschenfresserei, der Flug durch die Lüfte. Da muss man natürlich fragen, wie kommt es, dass die Hexen überhaupt ins Märchen hineingewandert sind. Das ist eine lange, lange Geschichte. Es gibt schon in der Antike, im antiken Orient und in Griechen gibt es Hexenvorstellungen, Hekate und so weiter. Die gibt es bei den Römern, die gibt es auch bei den Germanen, bei den noch nicht christianisierten Völkern in Mitteleuropa. Die Brüder Grimm dringen auf der Suche nach dem ursprünglichen Kern der Märchen tief in die altgermanische Gedankenwelt ein. Sie deuten die Märchenhexen als die Verteufelung heidnischer Göttinnen durch das Christentum. Bei den Germanen ist der Glaube an die wilde Jagd von Holda und ihrer nächtlichen Schar weit verbreitet. Jahrhundertelang werden nachts Schüsseln mit Mahlzeiten auf den Tisch gestellt, um sie milde zu stimmen. Diese Göttin Holda ist niemand anders als die wolkenschüttelnde und wetterzaubernde Frau Holle in Grimms Märchen. Frau Holle, das ist die germanische Totengöttin Hel oder Helche oder Holle. Interessant, dass der Tod oder die Herrin des Totenreiches im Germanischen damals weiblich gedacht wurde.
wie heute noch in Frankreich, Madame Le Mans. Diese Frau Holle ist ambivalent. In den Sagen belohnt sie die, die fleißig sind und akkurat und treu sind und bestraft die, die schlampig sind und untreu sind und so weiter. Und die Frau Holle ist also doch von einem anderen Kaliber als die anderen Märchenhexen und nicht nur während des mythologischen Alters, sondern eben auch ihrer Funktion nach. Eine weise Frau, eine gerechte Frau, das findet man bei anderen Hexen nicht. Da packte die Hexe Hänsel mit ihrer dürren Hand und trug ihn in einen kleinen Stall und sperrte ihn mit einer Gittertüre ein. Jeden Morgen schlich die Alte zu dem Ställchen und rief: Hänsel, streck deine Finger heraus, damit ich fühle, ob du bald fett bist. Hänsel streckte ihr aber ein Knöchlein heraus und die Alte verwunderte sich, dass er gar nicht fett werden wollte. Als 4 Wochen herum waren, überkam sie die Ungeduld. Heda Gretel, rief sie, sei flink und trag Wasser. Hänsel mag fett oder mager sein, morgen will ich ihn schlachten und kochen. Den in der frühen Neuzeit als Hexen angeklagten Frauen ist tatsächlich vorgeworfen worden, Kinder zu schlachten und zu kochen. Die Erinnerung daran lebt in den Märchen fort. Durchgängig im Grimmschen Märchen und auch im europäischen Volksmärchen ist, dass die Hexen Kinder essen wollen müssen. Das gehört zur dämonischen Vorstellung. Die sind von Haus aus nicht unsterblich, aber wenn sie ein neugeborenes oder möglichst junges Kind sich einverleiben, wächst ihnen die Lebenserwartung dieses jungen Menschenkindes zu. Die Brüder Grimm sammeln ihre Märchen in einer Zeit, da Deutschland in Kleinstaaten zersplittert und von Napoleon besetzt ist. Im Rückgriff auf die Vergangenheit wollen sie die Deutschen kulturell einigen. Über die germanischen Ursprünge des Volkes gibt es nur mündliche Überlieferungen, Legenden, Sagen und Märchen. Deren Herkunft geht über Ländergrenzen hinaus. Die Sehnsucht nach dem Mittelalter bezeugen die künstlichen Ruinen der Romantik. Die Brüder Grimm leben ihre Sehnsucht in den Märchen aus. Die Brüder Grimm wissen, dass Hänsel und Gretel französische Wurzeln hat. Dennoch graben sie tief nach dem unverfälscht Deutschen. Und am Anfang, das steht zum Beispiel noch im Vorwort zu den Grimmschen Märchen, sah man auch die Märchensammlung durchaus in einem nationalen Sinne als ein Vehikel, um eine deutsche Identität zu schaffen. Im Vorwort zu der Märchensammlung 1812 heißt es zum Beispiel, in all diesen Märchen liegt lauter urdeutscher Mythos, den man für verloren geglaubt. Dumme Gans, sagte die Alte. Die Öffnung ist groß genug, siehst du wohl, ich könnte selbst hinein. Krabbelte heran und steckte den Kopf in den Backofen. Da gab ihr Gretel einen Stoß, dass sie weit hineinfuhr, machte die eiserne Tür zu und schob den Riegel vor. Huh, da fing sie an zu heulen, ganz grauselig. Aber Gretel lief fort und die gottlose Hexe musste elendiglich verbrennen. Also das ist ganz konsequent in Grimms Märchen durch die Überlieferung, nicht durch die Brüder Grimm. Staatsverräter werden gevierteilt, Hexen werden verbrannt, Diebe werden gehängt. Das ist genau nach der Carolina, also die spiegelbildlichen Bestrafungen. Und sie wären ja nun ihrem Ideal untreu geworden, das ausgerechnet zu streichen oder zu mildern und sagen, nee, das ist eben die Realität früherer Zeiten, die auch in die Märchenaufnahme findet. Im Märchen von Hänsel und Gretel scheinen die Scheiterhaufen der großen europäischen Hexenjagd durch. Der sind im 16. und 17. Jahrhundert an die 60.000 Menschen zum Opfer gefallen. Die Anklänge an diese grausame Realität sind den Brüdern Grimm oft vorgeworfen worden. Ihr Märchen wird sogar mit einer noch weit schlimmeren Verfolgung in Zusammenhang gebracht, in dem Versuch, das Unerklärliche zu erklären. Also ich meine, das Märchen von Hänsel und Gretel ist natürlich für uns Deutsche ein sehr schwerer Stoff. In der polnischen Rezeption der Kinder- und Hausmärchen nach 1945 hat es durchaus
Gleichsetzungen gegeben, die gesagt haben, das Verbrennen der Hexe ist gleichzusetzen mit den Krematorien in Auschwitz und anderswo in Polen. Und man hat die Kritik am Faschismus, das hat man sehr stark auch am Thema Grimm versucht festzumachen. Und es gibt also durchaus eine Reihe von Zeitungsartikeln, die das Verbrennen der Hexe im Grimmschen Märchen ebenso verallgemeinert als einen Charakterzug der deutschen Kulturgeschichte sehen, eben von Grimm bis zu Hitler. Der Vorwurf, die Brüder Grimm seien Wegbereiter Hitlers, ist unhaltbar. Die Grimms denken national, aber nicht nationalistisch. Sie verfechten nicht die Überlegenheit der Deutschen, sondern deren Eigenständigkeit. Dennoch werden ihre Ideen in späterer Zeit vielfältig gebraucht und missbraucht. Die Suche der Grimms nach der altgermanischen Hexe löst einen starken Widerhall aus. Als besonders dramatisch erweist sich das während der nationalsozialistischen Herrschaft. Was damals geschieht, ist eines der mysteriösesten Kapitel in der Geschichte des Dritten Reiches. Erst gegen Ende des Zweiten Weltkrieges dringen erste Spuren ans Tageslicht. Am 12. Januar 1945 begann die lang erwartete Offensive der Roten Armee zur endgültigen Befreiung meiner polnischen Heimat. Schon wenige Tage später konnten unsere Truppen die Weichsel überschreiten. Die Deutschen kämpften wie die Teufel. Doch gegen die Übermacht der sowjetischen Truppen konnten sie nichts mehr ausrichten. Die Rote Armee hatte die Gegend um Schlesiersee erst vor wenigen Stunden eingenommen. Da schickte mich die polnische Exilregierung hierher, direkt an die Frontlinie. Wir wussten, dass hier wesentliche Teile des Reichssicherheitshauptamtes lagern. Wir kannten auch den Tarnnamen des Objektes, Brabant 1. Die streng geheimen Akten konnten kriegsentscheidende Informationen enthalten. So geriet ich als Zivilist, als Bibliothekar der Universität Poznan, mitten in die Schrecken des Krieges. Durch nichts war ich auf das vorbereitet, was ich finden würde. In Schlesiersee, dem heutigen Slava, lagern die Bibliothek und die geheimen Akten des Reichsführers SS Heinrich Himmler. In den letzten Kriegstagen ist die SS hektisch dabei, die Beweise für ihre Taten zu vernichten. In letzter Minute haben die Deutschen vergeblich versucht, die Archive zu verbrennen. In Schlesiersee bleiben 140.000 Bücher und Dokumente erhalten. Was der polnische Bibliothekar findet, ist ebenso brisant wie rätselhaft. Er stößt immer wieder auf ein Wort, das nicht in die Gegenwart zu passen scheint. Das Wort Hexe. In den Akten, die ich zu retten versuchte, fand ich grauenhafte Berichte über gefolterte Hexen. Der Tod dieser Frauen lag Jahrhunderte zurück. Ich versuchte zu verstehen, weshalb die SS diesen Aufwand getrieben hatte. Mich erfasste Grauen bei der Vorstellung, dass sich die SS auf diese Weise Inspirationen für ihr eigenes blutiges Handwerk verschaffte. Zehntausende Karteikarten entdeckt der polnische Bibliothekar. Sie enthalten die Namen von Hexen und Henkern, Denunzianten und Richtern. Akribisch sind die Methoden der Folter erfasst, die erpressten Geständnisse, die Art der Hinrichtung. Der Bibliothekar glaubt, auf eine Abteilung der SS gestoßen zu sein, die die Foltermethoden früherer Zeiten systematisch in den Konzentrationslagern angewendet hat. Die Geheimdienste der Ostblockstaaten befassen sich nach Kriegsende mit den mysteriösen Akten. Ohne Ergebnis. Danach gerät das Hexenarchiv der Nazis
für lange Zeit in Vergessenheit. Erst in den letzten Jahren haben Forscher begonnen, Licht ins Dunkel des sagenumwobenen H-Sonderauftrages der SS zu bringen. Der persönlich von Heinrich Himmler ausgeteilte Sonderauftrag zur Erforschung der Hexen, kurz H-Sonderauftrag des Reichsführers SS, wird im Frühherbst 1935 initiiert. Das sind Karteiblätter, wo jeder einzelne Hexenfall, insofern er einzeln nachweisbar ist, aufgeführt wird. Diese Hexenkarten sind nie in der Öffentlichkeit sichtbar gewesen. Sie waren ein Geheimprodukt des Reichsführers SS, der speziell für diesen Sonderauftrag entwickelt worden war. Der Hexenkult Himmlers und seiner SS speist sich aus irrationaler Sehnsucht und tiefem Misstrauen gegenüber der modernen Welt. Europa erscheint nach dem Ende des Ersten Weltkriegs als ein einziges Grab voll toter Menschen und toter Illusionen. Die Suche nach einem Halt in der Vergangenheit fördert Naturdenkmäler wie die Externsteine im Teutoburger Wald zutage. Die gelten völkisch gesinnten Deutschen nun als ein vom Christentum zerstörtes germanisches Heiligtum. Die 20er Jahre bescheren dem Nationalsozialismus in Deutschland den Durchbruch. Unter denen, die innerhalb der Hitlerpartei ihre große Chance wittern, sind viele okkultistische und neuheidnische Bewegungen. Ihnen gemeinsam ist der Hass auf das Christentum mit seinen undeutschen und jüdischen Wurzeln. Die historischen Hexen werden als Zeugen gegen die Kirche angerufen. Der Mythos von weisen Kräuterweibern und zauberkundigen Germaninnen mit roten Haaren entsteht. 9 Millionen Frauen sollen die Inquisitoren ausgerottet haben. Es ist die Zeit, wo sich dieses negative Hexe aus den Grimms Märchen hin zur Opferfigur wandelt. Und diese Wandlung scheint in Deutschland auf einen sehr fruchtbaren Boden gefallen zu sein. Mathilde Ludendorff erhebt als erste die Hexen zum Thema völkischer Propaganda. Sie ist die Ehefrau des preußischen Generals Erich Ludendorff, eines Wegbereiters Adolf Hitlers. Die Ludendorffs wollen eine deutschgläubige antichristliche Religion begründen. Sie hoffen auf Hitlers Unterstützung. Doch die neuen Machthaber verfolgen nach ihrem Sieg 1933 andere Pläne. Hitler inszeniert seine eigenen germanischen Heldenkulte. Die einstigen Weggefährten sind ihm bei seinem Versuch im Wege, die Geschichte neu zu erfinden. Zur totalen Herrschaft über Deutschland gehört für Hitler auch die Herrschaft über die Vergangenheit. Heidnische Hexenverehrung passt nicht in sein deutsches Mittelalter. Dennoch wuchern die okkulten Ideen im Lager der Nationalsozialisten fort und gewinnen mächtige Anhänger. An der Spitze steht eine der furchtbarsten Gestalten des Dritten Reiches, Heinrich Himmler, der Reichsführer SS. Ein Massenmörder, aber auch ein vom Spiritismus Besessener. Er glaubt fest daran, die Reinkarnation von König Heinrich aus dem 10. Jahrhundert zu sein, dem vermeintlichen Gründer des tausendjährigen Reiches. Mit der SS steht dem schwarzen Ritter Himmler der ideale Machtapparat zur Verfügung, um seinen obskuren Ideen nachzugehen. Himmlers SS soll nicht nur die militärische Elite des nationalsozialistischen Staates sein, sondern auch die geistige. Die Wewelsburg bei Paderborn dient den hohen SS-Kadern als Ordensburg. Hier schmiedet Himmler an einem Geheimkult unter dem Zeichen der schwarzen Sonne. Die Wewelsburg hat eine düstere Vergangenheit. Im 17. Jahrhundert werden im Hexenkeller angebliche Hexen und Werwölfe eingesperrt und gefoltert.
Während der Reichskristallnacht wirft die SS in die gleichen Gemäuer inhaftierte Juden. Dennoch sieht sich Himmler nicht als einen neuzeitlichen Hexenjäger. Er glaubt vielmehr, dass sich über die Generationen hinweg Typologien von unschuldigen Opfern und sadistischen Verfolgern erhalten haben. Die Opfer sind dabei allemal seine Germanen. Auf dem Reichsbauerntag 1935 wird die Blut- und Bodenideologie zur offiziellen Lehre erklärt. Dort gibt Heinrich Himmler aber zugleich den Startschuss für den Hexensonderauftrag. Seine SS-Forscher sollen beweisen, dass die Hexen einer alten, heidnischen und arischen Religion gehuldigt haben. Die will Himmler wieder zum Leben erwecken. Die Rede des Reichsführers SS Heinrich Himmler auf dem Reichsbauerntag im September 1935 ist der einzige öffentliche Auftritt der SS zum Thema Hexe vor einem breiten Publikum. Erstens sagt er, es gibt viele tausende Tote, wir wissen aber nicht, wie viele wirklich. Er möchte eine Zahl. Den H-Sonderauftrag. Die Abteilung Gegnerforschung des SD ist ohnehin mit den Juden befasst. Die erste Dienststelle der Forscher befindet sich in der Deutschen Bücherei in Leipzig. Eine gute Tarnung für die Geheimdienstler. Von hier aus durchforsten sie die Archive. Bis nach Mexiko und Indien erstrecken sich die Recherchen der 13 hauptamtlichen Hexenforscher. An die 40.000 Karteikarten entstehen. Die SS-Männer gehen dabei streng konspirativ zu Werke. Dieser Auftrag ist geheimdienstlicher Natur. Die Beteiligten arbeiten unter dem Deckmantel von Zivilisten, Studenten. Sie tarnen sich als Heimatforscher. Sie forschen nach ihren eigenen Ahnen, die zufälligerweise immer wieder Hexen sind. Sie arbeiten mit falschen Zeugnissen, mit falschen Ausweisen. Sie besuchen Archive ganz im harmlosen Charakter. Ziel der geheimdienstlichen Arbeit? Die Gegnerforscher der SS sollen die Strategien der angeblichen Feinde des deutschen Volkes bis in die Vorzeit ergründen und Gegenmaßnahmen einleiten. Feinde, das sind neben den Juden die Freimaurer, die Bolschewisten und die Kirchen. Freimaurer und Jesuiten. Der kostbare Gral arischen Blutes ist durch Rasseverrat besudelt. Wollen wir den germanischen Blutswall aber neu errichten, müssen wir uns das germanische Blut in der ganzen Welt holen. Es rauben und stehlen, wo wir können. Und, das sage ich deutlich, fügt sich da einer nicht, werden wir ihn totschlagen. Diesen Sermon von König Heinrich höre ich jetzt zum 10. Mal. Gleich kommt. Die SS ist der Stoßtrupp des Blutgedankens. Die SS ist der Stoßtrupp des Blutgedankens. Die SS ist die Vorhut des neuen Menschen. Sieg Heil! Sieg Heil! Bist du jetzt im Dienst, Hartl? Jawohl, Herr Reichsführer. Leiter der Hexenforschung der SS ist Reinhard Heydrich, Chef des SD und der Gestapo. Heydrich ist ein eiskalter Technokrat, der die wirren, okkulten Ideen Himmlers klammheimlich verachtet. Alles ordnet er seiner Karriere unter. Und auch die Hexenforschung ist ihm dabei behilflich. Er weiß, wie sehr Himmler von diesem Thema besessen ist. Er liefert seinem Vorgesetzten, was dieser wünscht, und dehnt auf diese Weise den eigenen Machtbereich aus. Wenn ich dieses Feuer sehe, da lodern in mir buchstäblich die Scheiterhaufen, auf denen die zerschundenen und zerfetzten Leiber der Mütter und Mädchen unseres Volkes im Hexenprozess zu Asche brannten. Sind es Raben? Vogelkunde gehört nicht zu meinem Aufgabenfeld, Herr Reichsführer.
Göring hat mir erzählt, dass über den alten Richtstätten heute noch Raben kreisen. Das will er mit eigenen Augen beobachtet haben. Naja, wer weiß. Vielleicht hat auch hier früher das Schafott auf die Missionsopfer des germanischen Volkes gewartet. Unser SD-Hexenkommando hat da was gefunden, das Sie interessieren könnte, Herr Reichsführer. In Ihrer Ahnenreihe ist eine gewisse Margaret Himpler aufgetaucht. Witwe des Schlossers Hans Himpler. Als Hexe verbrannt im, ich glaube, April 1629. Das ist ja... Warum liegt das nicht längst auf meinem Schreibtisch? Wie lange wissen Sie denn davon, Heidrich? Das haben unsere Hexenforscher schon 1935 herausgefunden. Tüchtige Männer. Seither verfolgen sie die Spuren Ludwigsburg kontinuierlich. Vor 4 Jahren? Das ist doch unerhört. Warum weiß ich nichts davon? Man sollte doch meinen, dass mich das Schicksal meiner Ahnen mehr angeht als jeden anderen. Das ist der Punkt, Herr Reichsführer. War die Hempler wirklich eure Ahnin? Die Lautverschiebung im Namen könnte passen, die geografische Herkunft, aber... Ich wünsche keine Galopparbeit. Genauigkeit vor Schnelligkeit. Dass mir dann nichts verloren geht. Merken Sie sich das. Werde es veranlassen. Da haben Sie mir ja was Dolles zugetragen. Meine Ahnen, eine verbrannte Hexe. Das wäre was. Von perversen christlichen Hexenrichtern zu Tode gequält. Verbrannt. Ich fühle es tief in mir. Dieses geheime Wissen. Das Lodern der Scheiterhaufen. Es muss über die Generationen auf mein Blut gekommen sein. Es muss. Was würde König Heinrich sagen? Sie, Heinrich? Was meinen Sie? Was lehrt uns die Hexenverfolgung? Wir müssen aus der Geschichte der Jahrtausende den Feind erkennen. Nur so können wir ihn besiegen. Wenn wir verstehen, warum die Hexenrichter in dunkle Zeiten triumphiert haben, dann werden wir den Infektionsherd erkennen. Dann können wir Abwehrmittel entwickeln. Sie mit Ihrer Logik. Sie sehen immer nur die Feinde, oder? Wir müssen annehmen, dass auch bei der Hexenjagd unser ewiger Feind der Jude in irgendeinem Mantel seine blutige Hand im Spiel hatte. Du musst auch die Größe unseres Volkes sehen. Was ist mit unseren Frauen, die großen Blutopfer in der Hexenverfolgung erbracht haben? Die Pfaffen wussten wohl, warum sie sie verbrannt haben. Mit ihrem geheimen Wissen und der alten Lehre? Zu den Grausamkeiten unserer Zeit, Herr Reichsführer, gehört, dass wir heute die Hexenrichter sind. Und ich will verflucht sein, wenn mir nur ein einziger Delinquent entwischt. Darüber reden wir nicht. Selbstverständlich übernimmt die SS die Verantwortung für diesen blutigen Reinigungsprozess, der unvermeidbar ist. Aber lassen wir es ein Geheimnis sein. Und nehmen wir dieses Geheimnis mit ins Grab. Es ist für Heidrich eine glückliche Fügung, als seine Forscher in der Ahnentafel des Reichsführers SS auf eine 1629 verbrannte Hexe namens Margaret Himpler stoßen. So kann er Himpler seine Unentbehrlichkeit demonstrieren. Die angeblich historisch fundierte Bekämpfung der Juden und anderer Gegner tritt in eine neue, sehr konkrete Phase. Heidrich hat daran großen Anteil. Heidrich deutet in einer Kampfschrift an, 1936 bereits, dass die Wurzeln der Gegner nicht verschwinden, wenn man Organisationen, Parteien, Verbände verbietet, sondern man muss sie ausrotten. Und dieser Ausrottungsgedanke geht dann eben mit in den Holocaust hinein. Die Argumentation, dass die Schädlinge des germanischen Blutes historisch dafür bestraft werden müssen, führt direkt in den propagandistischen Schulungsapparat der SS, der Waffen-SS, der Totenkopfverbände. Nicht einmal der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs beendet den H-Sonderauftrag der SS. Die Arbeit wird als kriegswichtig eingestuft. 1942 läuft das massenmörderische Programm der SS an. Für den Holocaust, die Endlösung der Judenfrage, bedarf es keiner pseudowissenschaftlichen Alibis. Die Forschung ist längst dem Wahn gewichen, die Mystik dem Mord.
Dennoch wird im KZ Sachsenhausen sogar ein Häftlingsaußenkommando eingerichtet, um die Hexenakten auszuwerten. Die Ergebnisse der Hexenforschung sind aus Nazi-Sicht ein Fiasko. Die Verfolgungen gingen nicht etwa von den verhassten Juden oder Mönchen aus, sondern meist von den zutiefst germanischen Bauern. Spuren heidnischer Kulte werden nicht gefunden. Die Zahl der hingerichteten Hexen ist weit geringer als erhofft. Trotz mehrjähriger Arbeit an Akten, an Büchern, in Chroniken, in Archiven, Bibliotheken konnte das Hexensonderforschungsteam kein Beleg für die Thesen von Himmler finden. Weder die 9 Millionen belegen, noch die Beteiligung von jüdischen Richtern, Personen, Denunzianten, die in diese Verfahren eingegriffen hätten, in den Verfahren beteiligt waren. Himmlers letzter Auftrag an die SS-Forscher datiert vom Sommer 1944. Sie sollen beweisen, dass der Anführer des Attentats auf Hitler, Graf von Stauffenberg, einen Malefizschenken in der Ahnenreihe führt. Himmler mit einer Hexe, Stauffenberg mit einem Hexenhenker als Vorfahren. Das würde den Kreis schließen. Das Deutsche Reich ist bereits ein apokalyptisches Trümmerfeld. Da sucht der Geheimdienst der SS noch immer nach altgermanischen Kulten. Erst der Bombenhagel der Alliierten auf die deutschen Städte setzt einen Schlussstrich unter die Hexenforschung der Nazis. Himmlers Wahnideen scheinen eine isolierte Entgleisung zu sein in einem Jahrhundert, in dem es für solchen Aberglauben keinen Platz gibt. Doch zur gleichen Zeit geschieht im von Winston Churchill regierten Land des Kriegsgegners Großbritannien etwas Unglaubliches. Dort wird im Januar 1944 die schottische Hausfrau und Geisterbeschwörerin Helen Duncan als Hexe verhaftet. Helen Duncan ist das bekannteste Medium in Großbritannien. Berühmt wird sie durch das sogenannte Ektoplasma, das ihr bei spiritistischen Sitzungen aus allen Körperöffnungen entströmt. Eine Substanz, aus der die Geister und die Träume sind. Für Kritiker ist es nur ein präparierter Baumwollstoff. Helen Duncan hält ihre Seancen in der Hafenstadt Portsmouth ab, Stützpunkt der britischen Kriegsmarine. Hier laufen die Schlachtschiffe in den Atlantik aus. Hier tummeln sich Spione aller Kriegsparteien, darunter der britische Abwehrdienst MI5. Helen Duncan erregt 1941 zum ersten Mal das Interesse dieser Dienste. Auf einer Seance gibt sie militärische Geheiminformationen preis, von denen sie eigentlich keine Kenntnis haben darf. Die Geschichte besagt, dass Helen Duncan eine Seance veranstaltete. Sie erweckte den Geist eines Matrosen eines britischen Kriegsschiffes, der HMS Barham, die mit der gesamten Besatzung gesunken war. Die Barham war ein Schiff aus Portsmouth. Zu dieser Zeit versuchte die britische Regierung noch, den Untergang geheim zu halten, die Geschichte so lange zu unterdrücken, bis man einen Weg gefunden hatte, damit umzugehen. Helen Duncan aber beschwor diesen toten Matrosen. Es handelte sich dabei wohl um den Ehemann oder den Sohn einer der Teilnehmerinnen der Seance. Die Frauen überwältigte der Schmerz. Sie hatten vielleicht noch nicht gehört, dass ihr Mann oder Sohn tot ist. Sie begannen darüber zu reden. Die Behörden erfuhren davon. Und das MI5-Büro von London schickte jemanden, um herauszufinden, wer die Geschichte vom Sinken der Barham verbreitet, die sie selbst zwar kannten, sonst aber niemand. Im Januar 1944 erinnert sich der MI5 des gefährlich-prophetischen Geistes von Helen Duncan. Die Vorbereitungen auf den D-Day, die Invasion der Alliierten in der Normandie, laufen auf Hochtouren.
Die britische Spionageabwehr fürchtet, die Geisterbeschwörerin könnte das streng geheim gehaltene Datum des Angriffs öffentlich machen. Fieberhaft wird nach einem Grund gesucht, um Helen Duncan aus dem Verkehr zu ziehen. Den Anlass bietet schließlich ein längst vergessenes Gesetz aus dem Jahr 1735. Dieses Anti-Hexerei-Gesetz, der Witchcraft Act, bildet die Grundlage für ihren Prozess am altehrwürdigen Old Bailey in London. Das Schöne am Witchcraft Act ist, dass man eigentlich nur beweisen muss, dass jemand versucht hat, die Geister der Toten zu erwecken. Hatte man das getan, war man schuldig. Genau das ist Helen Duncan passiert. Im Urteil wird sie für schuldig befunden, Totenbeschwörungen betrügerisch vorzutäuschen. Allein aufgrund eines Anti-Hexerei-Gesetzes wird Helen Duncan zu 9 Monaten Haft verurteilt. Ohne Bewährung und ohne Strafverkürzung. Ein Justizskandal. Es ist der letzte europäische Hexenprozess. Doch das Thema Hexen ist auch damit noch längst nicht von der Landkarte verschwunden. In Deutschland regiert nach dem verlorenen Krieg das Chaos. Allgegenwärtig ist der Kampf um die nackte Existenz, ähnlich wie in früheren Jahrhunderten. In den Städten herrscht die Verwüstung, ebenso in den Köpfen der Menschen. Auch in den Dörfern ist die Welt aus den Fugen. Flüchtlinge, Fremde sorgen für Misstrauen. Reiche werden arm und Arme reich. Oft über Nacht und scheinbar auf unerklärliche Weise. In der Lüneburger Heide ist der Aberglaube von jeher besonders tief verwurzelt. In den Nachkriegsjahren erhält er neue Nahrung. Wenn die Bauern vor einem Rätsel stehen, ist ihre Erklärung oft einfach. Dahinter müssen die Hexen stecken. Diese schockierende Erfahrung macht damals der Volkskundler Josca Pinchovius. Ich war beauftragt, hier eine volkskundliche Landesaufnahme zu machen und Intarsienmöbel aufzunehmen oder bäuerliches Interieur, alles. Und da komme ich plötzlich in solche Hexenfälle herein und merke also plötzlich, mit wie viel Angst die befrachtet sind in welchen Glaubensbindungen die Menschen sich da noch befinden. In vielen Dörfern herrscht eine mittelalterliche Glaubenswelt vor. Hexenbanner bieten ihre Dienste feil. Das sind umherziehende Frauen und Männer, deren Rezepte gegen Teufelsspuk über Generationen hinweg vererbt worden sind. Ihre Rituale und Sprüche stammen oft noch aus der Zeit der Hexenjagd. Ein besonders tragischer Fall spielt sich 1950 in dem Heidedorf Barum ab. Dort hat es der Bauer Johannes Bading zu einem bescheidenen Wohlstand gebracht. Er gilt im Dorf als Emporkömmling. Der Erfolg wird ihm geneidet. Da beginnt es auf seinem Hof zu spuken. Der Bauer fantasiert von Giftgas, das ihm in die Stallungen gepustet wird. Seiner lebenslustigen Tochter Irma setzt der Verfolgungswahn zu. Gemeinsam mit dem Vater muss sie nun jede Nacht den Hexen auflauern. Dennoch stirbt eins der beiden Pferde an einer rätselhaften Krankheit. Der Bauer ruft einen Hexenbanner zu Hilfe. Und er ging zu einem Hexenbanner. Und der gibt also jetzt folgende Anweisung: alles verkleben, dicht machen, keinen auf den Hof lassen und keinen ins Haus lassen. Und er gab einen verhängnisvollen Satz. Er sagte, und das ist typisch für diese Hexenbanner, der Erste, der nach meinem Zaubermaßnahmen hier auf den Hof kommt, der ist es. Und das war die beste Freundin. Und jetzt stürzte sich diese Familien auf diese Freundin, die überhaupt gar nicht ahnte, was passiert ist, und verwies sie des Hofes. Die erzählte es im Dorf herum und nun war es natürlich allgemein bekannt. Und jetzt baute es sich auf. Weil die Staatsmacht den Bauer Bading vor dem Teufel nicht schützt, greift er zur Selbstjustiz. Mit Stock und Schaufel schlägt er auf vermeintliche Hexer ein. Jetzt kommt es zum Prozess. Die Richter sind hilflos angesichts der Hexengläubigkeit im Dorf. Paragraphen gibt es dafür nicht. Die Familie Bading wird ein Fall für die Psychiatrie.
Das Opfer war eigentlich diese Irma Bading. Dieses Mädchen zerbrach völlig und wurde dann in die Landesheilanstalt angewiesen. Der Vater zur Untersuchung über auch. Die starb bald, die Mutter starb auch bald. Und diese Irma Bading blieb übrig und hat ihr ganzes Leben in einer Landesheilanstalt zugebracht. Bis weit in die 70er Jahre hinein verkaufen Dorfapotheken in Deutschland mit großem Erfolg Enthexungsmittel, aber auch Flugsalben und andere Relikte des Mittelalters. Der alte Menschheitstraum vom Fliegen verbindet sich ebenso mit den Hexen wie die Angst vor Krankheiten und Unglück. Die Hexen sollen als Ausgeburt des absolut Bösen gebändigt werden. Doch auf ihre Kunst, die ungewisse Zukunft vorherzusagen, möchte niemand verzichten. Nach dem alten Volksglauben fliegen in der Walpurgisnacht die Hexen zu ihrem Tanzplatz auf dem Blocksberg, den Brocken im Harz. Die Nacht auf den 1. Mai begehen alljährlich Tausende von modernen Hexen. Den Schrecken der Vergangenheit ersetzen sie durch das positive Bild von der Hexe, die die Fesseln des Verstandes abstreift. Doch die Namensgeberin für die Walpurgisnacht ist die heilige Walpurga, eine Beschützerin gegen die Hexen. Die meisten alten Überlieferungen sind heute vergessen. Das wahre Bild von der Hexe rührt an die tiefsten Ängste und die geheimsten Wünsche. Die große Frage nach den Ursachen von Leiden und Tod ist so alt wie die Menschheit. Die große Hoffnung, die natürlichen Grenzen zu überschreiten, führt seit Urzeiten in den Glauben an die Magie. Es ist das älteste Rätsel der Welt. Bis heute ohne Antwort. Hela kun hien tein.